Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5. Dieses schöne, dicke, neue Buch. Meine Güte, ich schmeiß wieder alles um. Randale! So. Ja, wir spielen Vampire the Masquerade V5. Und wir, das sind der Koali, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt. Und ich mach mal wieder Ladies first, das ist einfach dann, wenn ich mich schon selber zuerst nenne, am elegantesten. Wir haben hier Samantha gespielt von Feramin. Und Dr. Angela gespielt von Lilio. So, und wer ist der weiblichste von den beiden da unten? Ich muss ich mal gucken hier. Ich glaube, Aisea wird gespielt von Araiguma. Und Bruce wird gespielt von Kako. Wir befinden uns in der Neuzeit im Jahre 2018 in Amerika, in dem schönen Staat Texas, nahe der Grenze zu Mexiko, in einem kleinen Städtchen, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und ja, unsere vier Vampire sind ebenfalls neu in diesem Städtchen, manche etwas länger, manche etwas kürzer. Und haben so ihre ganz eigenen Ideen davon, was sie denn hier machen und was sie nicht machen wollen. Und beim letzten Mal haben sie sich alle irgendwie, naja, fast alle irgendwie um eine Wahlveranstaltung des örtlichen Politikergilde versammelt. In einem großen Hotelkomplex. Und ja, sind dann da abgegriffen worden von einer illustren Gestalt. Oder mehreren illustren Gestalten. Während Bruce dem Ganzen nicht beiwohnen wollte, sondern seine ganz eigenen Probleme hatte, nämlich seine Freundin und seine Erschafferin von dunklen Gestalten zu retten, die hinter ihr her waren. Und ja, insofern habe ich es beim letzten Mal nicht geschafft, den Bruce mit den anderen bekannt zu machen, obwohl Bruce und Isaiah sich schon gesehen haben. Allerdings, ja, sie waren noch nicht erkannt. Ja, und wir haben, glaube ich, das letzte Mal die Szenerie verlassen. Ja, man hört die Spieler nicht. Das ist ja, sie haben nur Hallo gesagt. Bisher haben sie sonst noch nichts gesagt. Aber sie sagen gleich bestimmt auch noch mal gesammelt Hallo oder sowas Ähnliches. Also wir haben die Szenerie verlassen, als die gute ja, junge Frau euch auf dieser Veranstaltung alle zusammengesammelt hat, also euch plus die Anhängsel von Samantha, den Nosferatu, den Ventru und den Toreador, den Samantha im Schlepptau hat. Ja, und zusätzlich noch einen etwas älteren Herrn, der sehr vampirisch sich gebahrt hat, mit dem Aisea sich für so wunderbar verstanden hat. Und ich glaube, die letzte Szene von dieser, das letzte Bild war, glaube ich, dass Isaiah auf die Knie gegangen ist. Vielleicht wiederholst du das Ganze nochmal. Was hast du da nochmal gesagt? Bin ich auf die Knie gegangen? Ich dachte, ich hätte mich nur verbeugt. Aber das Ich ist schon mal her. hatte das so als Kniefall irgendwie auf, habe ich Ah, das in okay, Erinnerung. ja. Ich hab mich vorgestellt. Ja. Nachdem Victoria war ihr Name, richtig? Veronica heißt sie. Veronica, sorry. Knapp daneben auch Nicht zu vorbei. verwechseln mit der Wrestling-Gestalt, die es angeblich geben soll. Okay. Ja, genau. Ich hatte, nachdem sie sich quasi hier so platziert hat, als pass mal auf, ich habe das Sagen, habe ich mich den Bräuchen folgend tief verneigt und gesagt: Mein Name ist Isaiah Williams. Ich komme im Namen meiner Erschafferin Zoe Noble. Ohne nachgucken. Und ich bin hier, um dem Willen der Camarilla zu dienen. Jetzt
Seht zu, wie ich verbrannt werde, weil das hier überhaupt keine Camarilla-Leute sind. Alles Sabbat, Leute, direkt. Ah, oh, danke. War nur ein Scherz, war nur ein Scherz, war nicht ernst gemeint. Ups. Ich hab's gar nicht so mit dem Camarilla, ihr wisst ja, die sind so. Okay. Ja, wie Das war's. wirkt das Ganze denn auf die anderen beiden Damen? Angela macht ein leicht würgendes Geräusch. Okay, Ja, Lady, Sam schaut sich wow. dieses Gebaren auch interessiert an. Ja, mein Name ist Dr. Angela Parker. Ich bin, man könnte sagen, hier abgesetzt worden. Ja, Samantha Jones, wir sind nur auf der Durchreise. Ja. John Doe zieht eine Augenbraue hoch, als Isaiah sich verneigt und meint so, Clan Wenshu. Richtig? Ist das so offensichtlich? Ich so, maßgeschneiderter Anzug. Ich fühle mich halt gerade sehr gut so. Ja, natürlich. Der König sozusagen. Schaut rüber zu Veronica, meint, nickt so kurz mit dem Kopf und meint, John Doe, das da ist der Dicke. Der Dicke sagt nichts. Und mein Name ist Andrew. Auch ein kurzes Nicken. Allerdings stimme ich meiner Gefährtin nicht so ganz zu, dass wir nur auf der Durchreise sind. Mir gefällt's hier äußerst ordentlich gut. Ja, ich muss zustimmen, sagt Watzlaw. Diese Stadt hat etwas. Und vor allen Dingen Geld. Ja, Veronica schaut Angela ihn. guckt gerade erstmal so ein bisschen zwischen John und Isaiah hin und her. Wie sind eigentlich die ersten beiden Kerle, die ich hier kennenlerne, beides Vampire? Weil du nicht genug Kerle kennenlernst. So Leute wie dich will ich auch überhaupt gar nicht kennenlernen. Hey, wir müssen uns nicht gegenseitig auf den Schlips treten. Ich bin nur ein ganz normaler Typ. Du hast irgendwas mit mir gemacht vorher. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass du irgendwas gemacht hast. Das kam mir schon echt komisch vor. Ich habe dich verzaubert. Und dann lache ich so ein bisschen so. Ja, Ich mache noch mal ein würgendes Geräusch. Und schüttel mich so ein bisschen. ich sehe, es ist einige Unruhe hier in dieser kleinen Gesellschaft. Ach, was Unruhe. Nun, Mr. Isaiah. Ich bin mitnichten das Oberhaupt dieser Stadt. Nur diejenige, die an die ihr euch jetzt wenden hättet, wenn ihr denn euch mal vorstellen gedenkt, zu vorstellen gedenkt. Tatsächlich hatte ich angedacht, mich vorzustellen, aber ich habe tatsächlich die letzte Woche, die ich hier bin, von nichts und niemandem eine Spur gesehen. Das hat seine Gründe. Nehmt Deswegen meine. redet ihr ja auch mit mir. Natürlich. Nehmt meine tiefsten Entschuldigungen dafür an, dass ich euch nicht vorher gefunden habe. Aber eure Künste des Verbergens sind außerordentlich gut. Ich nehme das als Kompliment. Genauso ist es gemeint. Also ich habe vernommen, dass dieses kleine Grüppchen da drüben sich nicht ganz einig ist, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Und wie sieht das mit den anderen aus? Oh, ich bleibe Außer definitiv hier. Watzlaw, wir kennen uns ja schon. Ich habe auf jeden Fall nicht keinen besseren Ort, wo ich hingehen könnte. Also bin ich erstmal hier. Und ich werde definitiv auch hier bleiben. Ich habe hier Arbeit. Und was schaut Richtung Angela und Isaiah? Was
lässt euch zu der Annahme geraten, dass ihr hier willkommen seid. Ich nehme fast an, dass mein werter Sire mich nicht hier abgesetzt hätte, wenn er nicht sicher wäre, dass ich hier halt mehr oder weniger sicher wäre. Ist das so? Wer ist denn euer Sire, wenn ich fragen darf? Adam. Adam Ronson war, hat er sich mir so vorgestellt. Ob das mittlerweile wahr war, keine Ahnung, aber. Und Mr. Isaiah. Ja. Nun. Ich bin nicht sicher, warum ihr mich überhaupt rausschmeißen wollen würdet. Nun, es ist eine kleine Stadt und ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Vampire. Dafür lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Oh. Habt ihr eine? Bis eben war uns ja nicht mal das Problem bekannt. Ja, absolut, was Dr. Parker sagt. Bisher dachte ich, ich sei der Einzige hier. Ja, jetzt wisst ihr, dass ihr nicht die Einzigen seid. Naja, die Frage ist ja, was wollt ihr von uns? Wollt ihr lieber, dass wir gehen? Wollt ihr lieber, dass wir bleiben? Wollt ihr, dass wir Miete zahlen? Oh, Miete eine zahlen, eine Verlockungsangebot. Eine Flatrate. Naja, da wir uns ja an eurem Essen bedienen werden. Ich denke, darum geht es. Bitte, erzählt mir von eurem Angebot. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, euch ein Angebot zu machen. Ich wollte nur nachhorchen, ob ihr euch der Situation bewusst seid. Nun, diese Frage haben wir beantwortet, und zwar bis eben nicht. Und John Doe meldet sich, ich bin auch immer noch der Meinung, wir gehen morgen oder so wieder. Andrew wer von schaut euch dreien und schüttelt so mit dem Kopf. Wer von euch dreien sagt eigentlich, wo es lang geht? Weil, also ich meine, der Dicke ist es offenbar nicht, auch wenn ich ihn sehr nett finde. Aber ihr zwei scheint euch nicht einig zu sein. Ja, Andrew tritt einen Schritt nach vorne und wirkt auf dich, also er wendet keine Kraft an oder so, aber baut sich so zu voller Größe auf und meint dann, ist es nicht offensichtlich, dass dieser Junge da noch nicht genau weiß, wovon er spricht? Hey, ich erkundige mich nur. Und ich lächle auf so eine gewinnende Art. Schön, dass ihr das geklärt habt. Ich würde gerne mit meinem Klüngel in dieser Stadt bleiben, wenn es uns erlaubt ist. Wir sind bereit, dafür zu arbeiten. Was sind wir? Wir sind überhaupt nicht bereit, für irgendwen zu arbeiten. Ruhe. Dann komm ich wieder. Man merkt, John Doe gefällt das überhaupt nicht. Ich bin mir bewusst, also ich bin mir bewusst, dass wir das als neue Mitglieder in dieser Stadt unseren Posten und unser Recht hier zu bleiben erst erarbeiten müssen. Wir sind ja nun keine Wilden. Oder? Schaut Isaiah an. Also natürlich nicht. Ich blick dann zu Dr. Angela rüber. Ich habe vor zu arbeiten, wenn es Arbeit für mich gibt, ja. Hervorragend. Wie gesagt, also bei mir müsst ihr. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich in der Lage bin, euch hier Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen, aber. Sagen wir so, ich habe ein bisschen Einfluss. Nun, die Frage wäre, bei wem müssten wir uns denn dann melden? Da ihr offenbar hervorragend verbunden seid in dieser Stadt, liebe Miss Veronica.
An wen müssen wir uns denn wenden? Nun, das ist das Problem. Momentan ist diese Stadt ein bisschen im Umbruch, wenn ich es so sagen kann. Ich Wie glaube, faszinierend. der adäquate Ansprechpartner wäre der Primogenrat, da wir momentan keinen Prinzen haben. Die Wahl steht kurz OT. bevor. OT für mich, weiß ich, was ein Primogenrat ist. Ja, definitiv. Du wirst Was es ist das? wissen. Ja. Also es ist ja ein Rat, der sich aus den Ältesten der verschiedenen Clans zusammensetzt im Normalfall. Ah, okay. Und aus denen normalerweise auch der neue Prinz bestimmt wird. Alles klar. Ich muss ja zugeben, Adam konnte mit dem Ganzen nicht sonderlich viel anfangen. Zum Glück ist man ja nicht gezwungen, die Fehler seiner Vorväter zu wiederholen. Weise gesprochen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich das tue. Allerdings weiß ich ja trotzdem nicht besonders viel darüber. Nun, wann tagt der Primogenrat denn das nächste Mal? Wann könnten wir denn unsere Aufwartung machen? Ich bin mir sicher, dass die Herren und Damen momentan etwas beschäftigt sind, damit Politik zu treiben, um sich eine gute Chance auf das Prinzenamt ausrechnen zu können. Ich weiß nicht, ob sie sich noch einmal zusammentun, um die Anliegen von Neulingen in der Stadt zu diskutieren. Das bedeutet, wir sind in einer Art Limbo, bis das geregelt ist. Nun, zumindest weiß ich ja jetzt, dass ihr da seid und in meiner Funktion als Berater des ehemaligen Prinzen, Beraterin des ehemaligen Prinzen, bin ich auch sicher dem neuen Prinzen zur Verfügung stehen, was das angeht und werde ihn sofort in Kenntnis setzen, um welche dringenden Angelegenheiten es demnächst geht. Ihr versteht. Habt ihr noch einen Sheriff in der Stadt? Ja. Wer ist das denn? Ich glaube, ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Es ist ein Nosferatu namens Joe. Ich drehe mich so kurz zu dem Dicken um. Alles klar. Dann, kann ich sonst noch was für euch tun, Veronica? Wisst ihr, wir haben schwierige Zeiten. Und ich glaube, ihr könntet eure Chancen verbessern, in dieser Stadt bleiben zu können, wenn ihr, naja, euch ein bisschen als nützlich erweist. Liebend gerne. Darum geht's hier doch die ganze Zeit. Oh, eine kluge Frau. Mag ich. Ja, statt lang um den heißen Brei rumzureden, wie können wir unsere Chancen verbessern? Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind auch die Menschen in dieser Stadt gerade auf einem Art Umbruch politisch gesehen. Sonst wärt ihr ja nicht hier, nicht wahr? Ja, das ist Ja, schon absolut. ziemlich offensichtlich. Sagen wir so, es liegt im Interesse der Camarilla, dass der alte Bürgermeister der neue Bürgermeister wird. Okay. Momentan sieht es allerdings nicht besonders gut aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Und wir sollen dafür sorgen, dass irgendetwas passiert, was diese Chancen umdreht, ja? Könnten viele Dinge passieren. Ich glaube, ich möchte mich mit den Details nicht so allzu sehr beschäftigen. Wisst ihr, Veronica, das ist tatsächlich auch etwas, das wir uns, das ich mir privat auf die Fahne geschrieben habe. Seht ihr, ich habe, bevor ich hierher kam, lange Zeit Wahlkampf gemacht, Problemlösung, andere Dinge in der Richtung. Ich denke, ich kann davon
Ich denke, für den eleganten Wahlkampf ist es ein bisschen zu spät. Die Wahl ist schon nächste Woche. Natürlich, natürlich. Aber auch das sind Probleme und auch die können gelöst werden. Und genau sowas gehört zu meinem Metier. Gut. Und so ein Skandal braucht nicht mehr als ein, zwei Tage. Was sie sagt. Und ihr könntet in der Tat auch noch eine zweite Sache für mich erledigen. Das ist allerdings dann eher etwas Persönliches. Ich habe immer gerne ein Stein im Brett bei der zukünftigen Assistentin des zukünftigen Prinzen. Dann sieht mich nur so die Augen verdrehen. Wir haben hier in der Stadt ein kleines Problem mit Tieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ich kann nicht ganz folgen. Habt ihr mal den Kammerjäger gerufen? In der Tat hat das der alte Prinz getan. Und auch die Kammerjäger sind inzwischen ein Problem geworden. Unangenehm. Hat das zufällig was mit diesem aufgeplatzten Panzerwagen zu tun, der draußen vor der Tür steht? Oh, er ist euch aufgefallen. Ich meine, es ist schwer zu übersehen. Genau, der gehört den Kammerjägern. Ich habe gerüchteweise mitbekommen, dass in irgendeinem Trailerpark vor einer Weile eine Mordserie gab. Ist das zufällig auch in dem Kontext dieser... Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber die Kammerjäger haben eine Bekannte von mir gefangen genommen. Wie heißt diese Bekannte? Ich nehme mir quasi so an so der Innentasche, quasi so ein kleines Notizbuch, so A6, schwarz. Wie heißt diese Bekannte? Das muss ich selber nachgucken. Moment. Ah ja, Anna heißt sie. Anna, sehr gut. Wie sieht sie aus? Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hatte sie lange rote Dreadlocks. Okay, okay, okay. Ich meine, das ist ja doch ein junges Mädchen vom Erscheinungsbild her. Ist ja eher ein einzigartiger Stil. Ich denke, die sollte sich ja hier irgendwo finden lassen. Wenn sie nicht in Gewahrsam genommen wurde. Wann ist sie verschwunden? Sobald die Kammerjäger hier eintrafen, war sie die erste, die von der Straße verschwunden ist. Schlecht. Das ist schon länger her. Bestimmt schon ein Jahr oder zwei. Oh, doch so lange. Warum der frühere Prinz hat die Kammerjäger lange geduldet hier. Warum geht ihr davon aus, dass er da überhaupt noch lebt? Unlebt? Ich habe das im Gefühl. Und ihr meint auch, dass sie immer noch irgendwo in aufgreifbarer Nähe ist? Sagen wir so, ich wüsste zumindest ganz gerne, wenn sie es nicht mehr ist, dass es nicht mehr ist. Okay. Sicher, das können wir für euch erledigen. Hervorragend. Sonst und wenn wir sie gefunden haben, sollen wir sie zu euch bringen? Zu dir bringen? Wäre hervorragend, oder? Ja. Und wo können wir dich finden? Kennt ihr den alten Friedhof? Noch nicht, aber der müsste ja zu finden sein. Ich bin da einmal dran vorbeigefahren. Ich weiß, wo der ist. Neben dem alten Friedhof ist eine Kirche. Und für gelegentlich halte ich mich dort einen guten Teil des Tages auf. Gut zu wissen. Ein kleiner Tipp noch für euch, da die Kammerjäger hier in der Stadt sehr aktiv sind. Ich rate euch auf... Ich weiß nicht, wie alt ihr jeweils seid, aber
verzichtet auf jegliche neuere Kommunikation. Jegliche? Ich. Oder ich sag mal, nur für Angelegenheiten der Nacht. Seid euch bewusst, dass diese Kommunikationswege nicht sicher sind, sagen wir so. Alles klar. Gut. Dann habe ich noch was mit Watzlaw persönlich zu besprechen und würde sagen, genießt die Party. Vielen Dank. Dankeschön. Ich nicke Watzlaw zu und sage, bis später, Mr. Pnava. Bis später. Ich freue mich schon auf unsere geschäftliche Beziehung. Ich mich auch. Er grinst. Gut. Dann gehen wir noch ein bisschen auf den Ball. Beziehungsweise, ja, es gibt ja bestimmt so ein Vorzimmer, wo wir quasi jetzt rauskomplimentiert werden. Mhm. Dann möchte ich mich, wenn wir da sind, quasi zu den anderen fünf umdrehen und sagen, tja, wie es aussieht, sind wir neue beste Freunde. Es ist schön, euch alle kennenzulernen. Ich meine, ich habe euch ja alle schon kennengelernt, aber trotzdem ist es schön. Der Dicke biegt sich so zu dir runter. Wenn du mein Freund bist, vergeht erstmal ziemlich viel Zeit, mein Kleiner. Das ist völlig in Ordnung. Ich mach nicht so schnell Freunde. Naja, ich meine, du bist offenbar ein Freund. Außerdem du hast schon. Naja, ich meine, du hast schon drei Freunde. Einer mehr kann vielleicht nicht schaden. Du scheinst ja viele Freunde zu finden. Mehr als ich die meisten Vampire bisher. Er meint das nicht so. Er meint das nicht so. Natürlich kann er dich leiden. Wir können uns doch alle ganz doll leiden, nicht wahr? Außerdem, ja. Also, ich kann, was der Dicke gesagt hat, ziemlich unterschreiben. Ach. Ich bin auch nicht der Meinung, dass uns ein Geschäft oder ein Gefallen, den wir gemeinsam erledigen sollen, automatisch zu Freunden macht. Ach, Freunde, ihr seht das alles viel zu eng. Ich weiß, wir haben vielleicht ein bisschen auf den falschen Fuß angefangen, besonders wir beide, Nick zu Angela, aber seht das doch als eine Gelegenheit. Wir können etwas eine Gelegenheit. Wundervolles. Und dann neige ich mich so etwas nach vorne, so ein bisschen Verschwörermine. Damit wir hier ein bisschen den Ton anbieten können. Kein Prinz. Das klingt nach Gelegenheit. In der Tat. Ich bin sicher, dass du nicht einfach plottest, selber der Prinz zu werden. Du siehst so einen Hauch eines Moments. Sieht man so ein gieriges Glitzern in den Augen von Isaiah. Und dann so ein Lacht so, nein, so ein Unsinn. Das fällt auch jedem auf, das ist überhaupt nicht irgendwie subtil oder so. Andrew blickt dich an und meint, wer könnte einen besseren Prinzen abgeben als jemand vom Clan der Führer, nicht wahr? Vielleicht braucht er lieber etwas von einem vom Clan der Denker. Ja. Ich wachse einfach so innerlich 10 Zentimeter. Ich glaube, einen Primär haben wir gerade nicht hier. Gut. Damit hat Isaiah sich genug aufgeplustert. Und nun, ich muss noch ein wenig... war das John? Ja. Guter Mann. Und ich nick nochmal in die Runde und sage, was haltet ihr davon, wenn wir uns morgen Abend treffen und versuchen, diesem Mysterium auf den Grund zu gehen? Denn, seien wir ehrlich, ich habe hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Diese Feier ist eine einzigartige Gelegenheit. Oh, das John meldet sich. Natürlich ist es eine einzigartige Gelegenheit. Außerdem war ich gerade dabei, mit der holden Dame ein flottes Tanzbein zu schwingen.
Schaut zu Angela rüber. Ach, waren wir das? Nicht? Ich bin mir momentan tatsächlich nicht ganz so sicher, ob ich da jetzt noch so in der richtigen Gefühlslage bin. Seht ihr, das finde ich unwahrscheinlich lustig. Ihr wolltet beide miteinander tanzen, mit dem Ziel, wahrscheinlich von dem anderen zu trinken. Und jetzt seid ihr beide Vampire. Das reimt sich fast. Ist das nicht schön? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Seelenverwandte ziehen sich manchmal an. Ey, wenn wir uns treffen sollen, dann sollten wir eventuellerweise auch ausmachen, wo und wann genau. Mr. High and Mighty Laberbacke. Bei dem Laberbacke werde ich ein bisschen ernst. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Entschuldige mal, Prinzesschen. Pluste mir nach auf. Bisher habe ich von dir noch keine konstruktiven Vorschläge gehört. Aber ja, so wirklich konstruktive Vorschläge von dir habe ich auch nicht gehört. Morgen bei Nachtanbruch, eine halbe Stunde nach Beginn der Nacht, vor diesem Gebäude. Was haltest du davon? Zumindest ist es einfach zu finden, meint Andrew. Wenn dieser komische Van aber immer noch hier steht, ist das vielleicht nicht der beste Ort, um sich zu treffen. Ich meine auch, dass es vielleicht ein wenig auffällig ist, wenn wir uns alle so auf offener Straße einfach treffen. Wollen wir uns lieber auf dem Friedhof treffen? So ganz klischeehaft. Das Obdachlosenheim wird von einer Vampirin geführt. Andrew nickt, schüttelt mit dem Kopf. Doch, das ist ein guter Vorschlag, vor allem wenn sie eine von uns ist. Nein. Doch. Ich werde, werde keinen Fuß in ein Obdachlosenheim setzen. Ach komm, du kannst mir den Gefallen doch tun. So schlimm ist es da drin nicht. Ich meine, klar, da sind so ein paar komische Leute hin und wieder, aber es ist sauber da drinne. Wir haben Platz. Wir haben unsere Ruhe. In einem Obdachlosenheim. Ihr könntet auch zu mir in die Firma kommen, ins Büro. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn da niemand anderer ist. Der Herr hat ein Büro, meint Ojan. Hast du das gehört, Dicker? Er hat ein Büro. Natürlich habe ich ein Büro. Ich meine, ich bin ja geschäftlich hier. Ich schreibe auf dem Zettel in meinem Heftchen die Adresse. Du hast keine Visitenkarten. So traurig. Nein. Genau. Meine Visitenkarten sind noch nicht an. Sagst du das oder ist das so jetzt OT? Ja. Ja hat keine. Ja, du sagst es OT oder ja, du sagst es. Ich sag das direkt zu Isaiah. Okay. Ich krieg so ein bisschen so einen säuerlichen Gesichtsausdruck, so, ja. Internetdruckereien sind nicht das, was sie mal waren. Und schreib die Adresse auch, reiß den Zettel raus und ich schreibe die Adresse dreimal auf. Nee, zweimal. So. Zweimal auf und gebe eine dem Andrew und eine der Dr. Angela. Mhm. Knöllst zusammen und steckst mir in den BH. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. John glotzt. Nun gut, aber vielleicht sollten wir den heutigen Abend auch schon nutzen, um rauszufinden, wer denn von den hier Anwesenden vielleicht nicht möchte, dass der Bürgermeister im Amt bleibt. Bei solchen Veranstaltungen sind normalerweise auch die Gegner anwesend, oder? Möglich. Zumindest Leute, die für die Gegenpartei arbeiten. Das ist einer der Gründe, warum ich hier noch ein bisschen Zeit verbringen möchte. Und ich muss halt selber meine eigenen Connection. Kannst du das nicht irgendwie verbinden, wenn du sowieso am Schmusen bist mit den ganzen Leuten? Das war der Plan, aber keine Sorge, ich werde nicht mehr schmusen. Schön.
muss gerade mal. Es wird gleich wahrscheinlich ein paar Pröbchen geben. Ich habe mir gar nicht geguckt, ob ihr alle schon mal. Ja, doch. Ah, guck mal, ihr seid vorbildliche Spieler. Ihr seid alle bei Roll20 schon drin. Natürlich. Ey, endlich Spieler, die mitdenken. Schnüff. So, aber ich muss noch einen Charaktersheet nochmal aufmachen, damit ich weiß, also auf was ich würfeln lassen kann. Zumindest gleich. Ja, gut. Macht ruhig weiter. Ich musste nur was erledigen. Ja, dann mischen wir uns unter das Volk, oder? Und schwärmen ein bisschen aus. Gut. Wie plant denn Isaiah an Informationen heranzukommen? Ich plane mich quasi ein bisschen in der Manier, wie ich es gemacht habe, vor diesem kleinen Zwischenfall, weiter durch die quasi ja, durch die Menschen zu gehen, mit Menschen, die reich und wichtig aussehen, zu quatschen, eventuell auf Etikette zu würfeln und herauszufinden, wer hier was zu sagen hat. Mhm. Machen wir mal einen Test auf Etikette und Politics. Yes, sir. Wenn du Spezialisierung hast, denk da auch dran. Und wie viel Hunger hast du gerade? Ich habe einen Hunger von 3. Okay, dann merken wir uns die ersten 3 Würfel, die du jetzt gleich würfelst, sind Hungerwürfel. Okay, so. Dafür muss ich, also ich habe sowohl Politics als auch Etikette. Mhm. Was davon soll ich würfeln? Alles zusammen, jetzt machst du einen Pool draus. Ah, okay, ich mache quasi aus den beiden Dingern einen Pool, genau. Ohne Attribut. Ja. Okay, alles klar. Dann habe ich noch eine Frage. Also man kann halt alles kombinieren inzwischen. Alles. Nicht mehr wie früher, wo man halt immer ein Attribut und ein Skill nehmen. Kannst auch alles Mögliche zusammen dröseln inzwischen. Ich habe auf beiden Spezialisierungen, aber bei Politics habe ich die Spezialisierung Law und bei Etikette habe ich die Spezialisierung Republikaner. Mhm. Geht eine davon? Ich denke schon, ja. Eine davon geht. Das sind dann plus 2, ne? Mhm. Das sind dann 6 Würfel. 6 DC. Rolling the Dice. Mhm. Jo. 6 oder höher ist ein Erfolg. Das heißt, du hast da 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge. Ja, sehr schön. Dann wirst du auch 5 Leute finden, die mit denen du so anbundeln kannst und denen du politische Connections knüpfen kannst. Und kannst dir mal, während ich gleich zu Bruce schwenke, ja schon mal überlegen, ob du bestimmte Fragen an die hast oder so. Und kannst du mir 5 Fragen stellen und die beantworten die dir dann, soweit sie das wissen, was gefragt wird. Alles klar. Wie sieht das bei den anderen beiden aus? Wollt ihr auch den Abend noch weiter nutzen, um irgendwas herauszufinden? Und wenn ja, wie? Ja. Ich werde doch erstmal ein Röntchen tanzen mit John. Ah, er freut sich. Aber in der Zeit auch so ein bisschen das Tanzparkett durchgucken. Ich persönlich interessiere mich mehr so für das normale Volk, möchte deswegen eher nach Leuten suchen, die vielleicht so ein bisschen auch so aussehen, als würden sie nicht ganz komplett hier hingehören oder vielleicht ein bisschen unkomfortabel damit sein oder sowas in der Art. Vielleicht findet man da irgendwie was raus und ja, theoretisch einfach mal so nachfragen, wie dann, weil ich ja neu bin, wie generell die Stimmung in der Stadt und sowas wäre. Mhm. Okay. Dann für deine Informationsbeschaffung, also einfach mal so ein paar Low-Level-Leute irgendwie raussuchen. Ich denke, Etikette ist trotzdem da ganz angebracht. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen Charisma dazu. Okay. Ich hätte jetzt fast mit Streetwise gerechnet, weil ich ja mehr so die normalen Leute suche, aber das geht auch. Charisma. Ja, das ist ja jetzt hier eher so eine höher gelegene Veranstaltung. Ja, ist ja okay. Jetzt nicht wirklich Straße. Aber, ja. Aber da habe ich tatsächlich nicht so viel. Du kannst auch immer versuchen, dein inneres Tier zu reizen, um einen extra Würfel zu holen. Oh, nee, noch nicht.
Okay, wie viel Hunger hast du? Auch 3 müsste ich haben. Oder so, nee, du hast einen mehr, weil du gezaubert hast, dann habe ich nur 2. 2 Hunger, das heißt, die ersten beiden Würfel sind die Hungerwürfel. Ja. Okay, ja. Gut, dass die Probe gelungen ist mit 2 Erfolgen. von daher macht die 1 dann nichts. Mhm. Also erst, du merkst, dass das innere Tier in dir schon ein bisschen rumort, aber du kannst es unterdrücken. Und ja, auch du findest irgendwie 2 Leute, mit denen du Kontakte knüpfen kannst. Mhm. Und denen auch gleich 2 Fragen stellen kannst. Und Samantha hat auch einen Plan. Ja, wir würden auch tanzen gehen. Und also ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen die Leute beobachten. Vor allem, sobald der Bürgermeister anwesend ist, ein bisschen gucken, wie die Leute auf ihn reagieren. Ob man irgendwas aus der Mimik ablesen kann. Der hält sicher auch noch eine Rede. Ja, hat er gerade, als sie rausgegangen sind, da hat er ja angefangen, eine Rede zu halten. Die ist dann irgendwie in den letzten Zügen, als er wieder reinkommt. Dann, also ich würde gerne ein bisschen die Leute beobachten, ob man irgendwie an der Mimik, Körperhaltung schon irgendwas ablesen kann, wie die auf ihn reagieren. Ob man schon Leute finden kann, die ihm ablehnend gegenüberstehen. Mhm. Ja, dann mach doch mal Witz und irgendwie vielleicht, weil du da beobachtest, sowas wie Investigation. Mhm. Oder noch besser, Insight wäre auch hier noch besser, weil du willst versuchst, die Leute ja einzuschätzen. Okay. Wie viel Hunger hast denn du? 2. Ah. Hast du auch Glück, dass die Probe gelungen ist? Ja. Ein Erfolg, das heißt, du findest dann da wohl einen, der ein bisschen böser aussieht, dem das Ganze gar nicht gefällt, was da wohl erzählt wird. Und auch, wenn du magst, kannst du gleich auch ihn einmal ansprechen. Okay. Ja. Gut, und wir schwenken, während das Ganze passiert, rüber zu Bruce, der ja seinen Sire abgesetzt hatte vor einer Bar und weiter mit seinem Taxi seine Runden dreht durch die Nacht. Und der Rest des Abends ist für dich relativ unbeeindruckend. Du wirst noch ein paar Mal zu dieser Veranstaltung gerufen. Da trifft sich heute wohl das Gros der Stadt. Und musst da auch ein oder zweimal so Leute hin und her fahren. Die wichtigste Frage ist, geben die gutes Trinkgeld? Ja, ich denke schon. Ich glaube, dann würde Bruce, also wenn er quasi den Nächsten abgesetzt hat, oder die Nächste, wie auch immer, würde er dann wahrscheinlich direkt davor parken oder bleiben. Mhm. Punkt 1, weil er immer noch interessiert ist an diesem Panzerwagen, den er ja schon sehr oft gesehen hat. Ja. Ob der ist immer noch da, schätze ich mal. Oder Bruce mal. Vielleicht, dass er da auch mal gucken kann, wenn er auch mal vielleicht gehört. Und sonst gibt's halt die meiste Kohle, ne? wenn ich irgendwann mal... Kutschiere ich auch mal irgendwie so einen alten Herrn oder so eine alte Frau nach Hause oder so? Ja, bestimmt. Dann würde er da vielleicht auch mal eine Gelegenheit ergreifen, um mal so... Weiß nicht. Ja, ich habe überlegt, noch vielleicht einen Schluck zu nehmen, aber... Na, ein bisschen was... Einmal den Strohhalm ansetzen. Genau, einmal. wird halt wahrscheinlich dann den ganzen Abend auch da bleiben. Mal gucken, wie lange diese Anstaltung geht. Also vor der Tür, ja? Ja, genau, ich würde dann so vor der Tür parken, irgendwie. Wahrscheinlich so ein bisschen, also wenn da so eine Haltestelle ist für Taxen oder sowas, dann. Ja, definitiv. Ja, dann werde ich auf jeden Fall bleiben. Mhm. Ja, wie gesagt, da wirst du noch ein paar Mal hin und her fahren, Leute irgendwie hin und her kutschieren und auch ganz gutes Geld damit machen. An diesem Abend. Aber richtig was passieren wird da nicht. Mhm. So nach ein paar Malen. Würde er dann halt auch, wenn er wieder davor parkt, mal schauen, was es denn noch so an günstigen Wohnungen gibt in der Stadt, sich aus dem Trailerpark rauskommen, oder dass er und Anna aus der aus dem Trailerpark da rauskommen. Mhm. Gut.
Einfach ein bisschen in der Zeitung rumblättern oder so. Zeitung rumblättern. Ich hab ja auch noch, also hat ja tatsächlich ein Smartphone, ist nicht das Neueste, aber Smartphone. Für Internet reicht es. Mhm. Für Internet reicht es ja. Oder halt einfach nochmal nach irgendwie neuen Wohnungen gucken. Nach, also würde ich, also bei diesen Seiten, wo man so Preis eingekommen wird, das allerbilligste. Muss ja auch nicht groß sein. Genau, dass er halt einfach nach Wohnungen schaut für sich und Anna. Also es kann auch eine Einzimmer, also es kann auch eine Wohnung sein, die normalerweise so für ein Single gedacht ist oder so, aber ist ja egal. So, da müssen wir beide rein. Okay. Gut, dann suchst du da ein paar Wohnungen aus, findest auch, kannst ja mal Intelligence und Investigation machen. Ja, das kann ich sogar irgendwas. Schauen wir mal, was du da so findest. Nur 1-2 Erfolge. Und du findest dann wohl so 2 Wohnungen, auf die so in dein Beuteschema reinpassen würden. Vielleicht ein bisschen teuer, aber gut. Es sind halt Wohnungen und kein Trailer. Ja, das stimmt. Ich würde mir dann auch nochmal genau anschauen, wo die beiden liegen. Mhm. Im Optimalfall halt. Eher so nicht so tolle Gegenden. Heißt nicht so tolle Gegenden auch da in der Nähe von meiner Kneipe, von meiner Stammkneipe? Ist das... Nee, die Gegend ist schon, also das ist jetzt nicht irgendwie so eine verwahrloste Gegend, wo man nicht wohnen würde. Es ist halt, okay. ist halt nicht so richtig Suburbia, sondern irgendwie, so da in den Vierteln, wo so ein bisschen halt so Jugendgangs und so und wo die Kriminalrate ziemlich hoch ist und sowas, wo man halt eigentlich nicht gerne wohnen mag. Okay. Ist an der Einfuhr näher irgendwie die Polizeistation oder so, weil, also... Nein. Das Ding ist, das Ding ist, mit den Jugendlichen an sich hätte er kein Problem. Also wenn die ihn jetzt in Ruhe lassen würden, wäre das überhaupt kein Ding, so. Aber wenn das dann irgendwie so Typen sind, irgendwie wir sprayen Autos an oder sowas, dann hätte er damit natürlich schon ein Problem. Weil dann müsste er entweder halt irgendwie das Auto im Abdecken, eine Garage sich anlegen oder halt das Auto irgendwo anders stehen lassen. Das ist alles irgendwie kacke für ihn. Ja, man weiß es halt nicht, das sind halt verrufene Gegenden, ne? Ja, aber dann würde ich mir dir halt nochmal anschauen, die Wohnung, irgendwie auch mal so Fotos machen davon oder mir die irgendwie mal so stichpunktartig vielleicht irgendwie so eine Void-Datei machen, so. Wohnung 1, die und die Straße, so teuer, mit so einer groben Einschätzung, ja, nein, vielleicht. Mhm. Sonst würde halt den größtenteils arbeiten, außer, was noch passieren könnte, ist, wenn er jemanden richtig betrunken ist oder sowas, in ein Taxi kommt, dann würde er vielleicht die Gelegenheit mal nutzen, irgendwie so einen kurzen zu nippen, sag ich mal. Ja, okay, soll dir auch gelingen, Möchtest du deinen Hunger etwas drücken auf 1 runter, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der V5 ist. Wie ist das mit den Blutpunkten da? Wie viel? Also... Es gibt keine Blutpunkte mehr. Ach ja, stimmt. Aber es gab ja immer für so einen Grundrichter, wie viel man trinken. Also ich gehe mal davon aus, NRH hat ihm das so ein bisschen gesagt. Also du hattest einen Hunger von 2, nicht wahr? Genau, von 2. So, also du kannst den Hunger um 1 drücken, dann auf 1. Auf 0 könntest du deinen Hunger nur bringen, wenn du den tötest. Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Nee. Also dann würde ich wahrscheinlich den noch irgendwie vielleicht am Seitenstreifen halten, wenn das so eine Wohnung ist, die den Eingang an der Seite hat, also nicht vorne in der Straße. So, dann würde ich den vielleicht noch so in seine Wohnung helfen, den so stützen. Und das ist ein Kern, das sage ich jetzt mal. Und so, hier, komm, gib mal den Schlüssel, du kannst das eh nicht. Dann würde ich den so aufschließen, den so kurz reinhelfen, ne, und dann, hier, dein Schlüssel. Dann halte ich ihn so hin, dann würde ich halt die Gelegenheit nutzen, den Mama so beißen. Und dadurch würde ich meinen Hunger auf 1 drücken, runterdrücken. Okay, ja, soll dir gelingen. Super. So. Wenn du dann irgendwann nach Hause kommst, spät am Morgen, wahrscheinlich, weil du arbeitest da wahrscheinlich weiter dann, ne, und guckst dir Häuser an und genau, das musst du ja am Trinken, das dauert ja alles seine Zeit. Ja. Wird Anna schon da sein zu Hause? Wie auch immer sie jetzt da von der Örtlichkeit da hingekommen ist. Und
Du bist ja schon da. Hi. Schließen sie so die Tür hinter mir. Ja, du siehst ja irgendwie, also ihre Kleidung ist ziemlich schmutzig und ja, blutverschmiert. Wow, was ist denn mit dir passiert? Und ich lege so all meine Sachen so einfach nur prompt auf den Boden und gehst auf die zu so an. Was ist denn passiert? Roboter ist gerade ziemlich stark bei mir. Muss mal gucken. Aber ja, das, was ich verstanden habe, ob irgendwas passiert ist. Nicht wirklich. Wieso? Deutsch einfach sprachlos auf den Blutfleck oder auf die Blutflecken. Messi. Hat Hunger. Ja, aber ich habe auch was gegessen, Schatz. Sehe nicht so aus. Ich gucke sie an mir runter, ob ich Blutflecken oder so habe. Nee. Ist eine lange Zeit her. Außerdem hat es viel mehr Spaß gemacht, so. Es ist eine lange Zeit her. Seit ich richtig auf der Jagd war. Meinst du jetzt, wie meinst du das, draußen oder wie? In der Stadt oder in der Prärie wie der Kojote oder so? Und dabei lächelt er so ein bisschen verschmitzt und so. Oder wie meinst du das jetzt? Auf der Jagd nach was zu essen. Die letzten vorher waren die Kerle, die dein Van angreifen wollten. Und davor ein paar von den Wachen. Und heute die Leute an der Kneipe. Welche Kneipe? Du, wo du mich abgesetzt hast zum Essen. Ach so, okay. Das war nämlich nicht meine Kneipe, sehr gut. Okay. Das wäre jetzt so ein Schlimm geworden, da gäbe es Beziehungskrise. Ups, gerade die alte Lady Knutzen weggesnackt, schade. Ja, dann wohl noch. Ist dein Kater noch da? Nein, den hatte ich abgegeben bei der alten Lady. Das, ja, ist richtig. Er guckt so ein bisschen nach links und nach rechts, aber du hast jetzt nicht, oder? Wie meinst du das? Also nur ein bisschen, wie du gesagt hast, nur ein bisschen, nicht, also, dass die noch weiterleben und so. Keine Ahnung. Hab ich nicht drauf geachtet. Ach, Anna. Warum? Weil ich Hunger habe. Auf sowas achtet man doch. Das hast du mir doch so gesagt. Da achtet man drauf. Eigentlich. Ja. Aber ich hatte Hunger. Ja, hatte ich auch vorhin. Da hat mir der feine Herr Jackson auch gut bei geholfen. Aber der ist nicht kurz davor abzukratzen. Ich habe immer schon Probleme gehabt mit dem ordentlich Essen, Bruce. Meinst du, als du klein warst früher oder was? Mit Wenn man es so nennen darf, ja. Ach so, okay. Ja, aber da muss man doch was gegen machen können. Oder ich weiß nicht, ich war nie der große Typ für Training oder so, aber warum sollte man sich das nicht anders machen? Das ist meine Natur. Ja, aber er guckt so ein bisschen nach links und rechts und sucht nach Hilfe des Kraters, aber der Krater ist ja nicht da. Das ist jetzt nicht so ganz, wie sag ich das? Ich meine, man will ja kein Monster oder so werden. Also das. Warum nicht? Wir sind Monster, Bruce. Ich probiere eigentlich keins zu sein. Wir sind Geschöpfe der Nacht. Ja.
Aber es gibt Sachen in meinem Leben, die halten mich davon ab, ein Monster zu sein. Und ich bin ganz ehrlich, mein Stückchen Wille, was ich noch habe, kämpft auch dagegen an, gegen das Ding in mir. Vielleicht kommt das mit der Zeit oder so, aber ich will das eigentlich nicht. Ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn ich ihm freien Raum gebe. Das ist eine Meinung, ja, aber ja, er guckt so, also er wird wahrscheinlich in dem Moment auch so ein bisschen auf und ab gehen in dem Raum und dann Spaß ist da nicht die erste Sache, die ich denke. Das ist mehr so ein trauriges Müssen mittlerweile geworden, aber ich probiere dabei keinen Spaß zu haben. Ich finde dieses Faktum immer noch ein wenig beunruhigend, beängstigend. Eigentlich möchte ich mich da gar nicht dran gewöhnen, aber... Ich nehme nur von denen, die es verdient haben. Das ist zwar immer noch gar nicht mal so gut, aber im besten Fall wie Robin Hood oder was? Schöner Vergleich. Ich weiß, danke. Manchmal habe ich meine Momente. Aber wirklich, also ich meine, ein paar Leute, zum Beispiel die in den schwarzen Anzügen da letzten... Die haben es verdient. Diese Nacht, die haben es oder hätten... Ich meine, die beiden haben wir abgehängt, glaube ich, oder? Aber sie hätten es verdient. Ich habe sie... Die hätten das absolut... Ja, die konnte ich damals auch nicht leiden. Siehst du stimmst mir zu. Ich wusste es. Nein, ja, also komm mal ran. Sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass Donald Trump das auch verdient hätte, aber... Muss man ja trotzdem nicht machen. Also. Wieso? Sie wollen uns tot sehen. Donald Trump. Nein. Also, Leute in den Anzügen. Oder noch Schlimmeres. Glaub mir, ich war lange mit ihnen zusammen. Wie du mit denen zusammen? Wie meinst du das jetzt? Sie haben mich eingesperrt wie ein Tier in einem Käfig. Die Männer in den Anzügen. Ja. Da wollte ich sowieso nochmal mit dir drüber reden. Das haben wir, glaube ich, nie so richtig thematisiert. Warum bist du eigentlich geflohen? Oder vor wem? Das hat sich jetzt so übrig, aber wer sind die? Also, ich bin da ja nicht so drin. Menschen. Zurück. Von der Regierung. Das FBI? Also CIA oder so? Oder Criminal Minds, oder wie das heißt? Spielt das eine Rolle? Welcher Name auf der Marke steht? Ja. Und wenn es die Eismänner wären? Das, der nationale Katzenverein oder wer auch immer. Das wäre ein wenig verrückt. Aber was, du sagst, sie haben dich eingesperrt. Was wollten sie denn von dir, wenn sie dich eingesperrt haben? Sie haben mich untersucht und haben Tests an mir gemacht. Mich aufgeschnitten. Wieder zugenäht. Wow, okay. Und mir meine Zähne entfernt. Und dann geschaut, wie schnell sie wieder nachwachsen. Wow, okay. Er wird sich irgendwie ein dieser... Beim Trinken zugeguckt. Er wird sich dann halt einen seiner einzigen Campingstühle nehmen, ja, als Küchentisch dienen und dann sich so hinsetzen und sich so ein bisschen nach unten lehnen und dann so ins Gesicht gucken, wenn genau in die Augen schauen, wenn er das dann so erzählt. Okay. Aber krass. Das wusste ich ja mal gar nicht. Gut, dass wir da mal drüber reden jetzt, also du und ich jetzt als, ne? Ich werde nie wieder eingeschränkt sein in meiner Freiheit, Bruce. Das verstehe ich. Apropos neue Freiheit. Ich hab da was. Und dann kam der so, in so einen Rucksack, den er hat, so einen Camping-Rucksack, wo so sein
sein Handy raus, was da drin ist. Und so, ich hab mal nach Wohnung geschaut für uns. Ein Lächeln umspielt ihr Gesicht. Ja, das. Dann zeige ich ihr so die beiden Wohnungen. Also, die beiden wäre das. Also, sind noch ein wenig teuer, aber ich habe heute gut Plus gemacht. Heute ist irgendeine tolle Veranstaltung da in dem Hotel. Ich habe auch was mitgebracht. Liegt so ein dickes Bündel Geldscheine auf dem Tisch. Er steht so ein bisschen da. Wenn er sabbern könnte, könnte er sabbern. Das sind bestimmt 1000 Dollar oder so. Wow. Hast du die von deinem Snack? Mhm. Oder? Sollte umschulen, glaube ich. Oh ne, kannst du ja nicht mehr gebrauchen. Ja. Ja, würde einen Schauder über den Rücken laufen, ja. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Und der holt so wahrscheinlich, ich kann nicht wissen, wie viel Trinkgeld die so geht. Wahrscheinlich so ein wesentlich kleineren Packen. Ja. Ja, das ist das, was ich. Aber damit könnten wir doch schon mal. Damit können wir auch auf jeden Fall was. Ich würde dann so schauen bei einer Wohnung aus. Brauchen wir das ja, Sicheres, sie wissen, dass ich hier bin und du auch. Ja, deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich. Ist denn eine der Wohnungen irgendwie. Könnte man da jetzt schnell rein? Also, oder auch mit dem Geld, was sie jetzt da hat. Also, klar, 1000 Dollar sind jetzt nicht viel, aber so eine Monatsmiete. Für Monatsmieten sind das so. Ja, also sagen wir so, dass, da das ja jetzt auch keine Immobilien sind, die jetzt total beliebt wären, also ich denke, dass du da schon relativ schnell was klar machen könntest. Das ist gut, das ist gut. Dann wird er wieder aufstehen und dann so, okay. Er geht so zum Telefonbuch und holt und guckt halt die Makler nach, die es wahrscheinlich da vertreiben. Dann so, okay, dann mache ich einen Termin für morgen Nacht aus, für morgen Abend. Dann schauen wir uns die Wohnung an. Wie viel brauchen wir denn noch, Bruce? Um die zu kaufen? Hier irgendeine Summe. Eigentlich momentan eher Monatsmiete, aber stimmt, kaufen ist wahrscheinlich clever. Wir brauchen irgendeinen Arsch, der viel Geld hat. Es macht doch nicht klar. Da kenne ich jemanden. Gut. Theoretisch sogar zwei, aber der eine war ein bisschen schwierig. Da kümmern wir uns morgen drum. Ja. Oh, wie hieß der nochmal? Und er guckt so, er hat so ein ganzes Notizbüchlein, was wahrscheinlich auch schon von außen aufgerissen ist, wie so, wirklich alt. Und guckt nachher, wie hieß er denn? Wie hieß der? Und das murmelt er wahrscheinlich so ein bisschen in seinen voluminösen Bart hinein. Herr, was? Wie hieß er nochmal? Ach, Watzlaff. Er hat mir seine Kreditkarte. Da ist die Kreditkarte. Genau. Das war der Typ, der mir mal 250 Dollar Trinker gegeben hat. Der hat locker Kohle wie Heu. Aber ist der auch. Ja. Ist er was? Achso. Können wir ihm sein Geld nehmen? Mit Gewalt nicht, aber ich glaube, er mag mich. Kann ihn bestimmt mal freundlich fragen. Ich glaube, was stand nochmal auf der Kreditkarte drauf? Ja. Was hatte der noch? An- und Verkauf. Bravo. Okay. An- und Verkauf ist jetzt nicht so genau, aber vielleicht wollen die einen privaten Stil-Service oder so ankaufen. Er guckt so ein bisschen. So. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Wir brauchen dieses Ding schnell. Ja, sicher. Deswegen kann ich ihr dann auch schnell um eine Vorzahlung bitten. Das wird uns in diese Wohnung. Also, vielleicht so eine andere Wohnung ist ja auch nicht so teuer. Vielleicht, wenn ich ein bisschen, Scham spielen lasse, kann das was werden. Oh, ich bin sicher. Ja, danke, ich dich auch. Ja. Kommt sie dir rüber, legt so den Arm um dich und drückt dich. Ja, danke. Ich drück so ein bisschen zögerlich so nach. Ja, danke dir. Vielleicht. Ach, wie spät ist es jetzt so? Oh. Kurz vor Sonnenaufgang. Okay, oh wow.
Das ist schon früh. Dann ich mach das morgen sofort, wenn ich wach werde. Ich helfe dir. Wunderbar. Oh, ich freue mich, Anna. Das wird gut. Das kann funktionieren. Das wird was. Das habe ich im Gefühl. Freiheit, Bruce. Freiheit. Ja. Das, fühlt sich an wie damals. Ja. Dann würde er wahrscheinlich nochmal genau nachgucken, wegen der Makerei und so der Wohnung. Mhm. Weil man so einen Termin machen kann, das kann man ja noch schnell irgendwie mal. In der Nacht mal. Kann man das noch machen, ja. Nein, ich meine, wenn die eine Website haben oder so in Erfahrung bringen, wenn man sich ja wenden kann oder so, Websites aus, E-Mail-Adresse oder so. Genau, E-Mail schreiben. Ja, oder eine Nachricht auf dem AB hinterlassen oder so, ja. Ja, gut. Dann lieber eine E-Mail. Okay. Ja, schön. Dann schwenken wir wieder zurück zu den anderen, die sich ja jetzt auf der Feier noch irgendwie aufhalten, was irgendwie ja während der Nacht bei Bruce passiert. Und ihr hattet ja Fragen irgendwie euch überlegen können. Fangen wir doch bei Isaiah an. Der hatte am meisten zum Entdecken. Bei seinen politischen Leuten. Ja, genau. Und zwar die erste Frage war, wer leitet die beiden Kampagnen? Der Bürgermeister und... Also von dem Bürgermeister, die Kampagne leitet in der Tat die Veronica. Ah, okay. Und die andere Kampagne leitet jemand... Moment, lass mich irgendwie nachgucken. Jemand namens... Na, wo ist er? Brian Martinez. Okay. Hatte der andere Bürgermeister schon einen Namen? Der andere Kandidat? Ja, der andere Kandidat. Ich glaube, du hattest den noch nicht raus, aber der heißt Shane Jones. Shane Jones. Alles klar. Das ist ja der verschwinden soll. Genau. Genau, das war die erste. Dann, was hat der aktuelle Bürgermeister für, ich sag mal, Probleme an den Hacken, dass er im Moment so scheiße dasteht? Das ist ja die eine Sache mit dem Park, war das ja? Mhm. Ja, außerdem ist er... ja, sehr offen, was Migrationspolitik angeht. Hier so nah an der Grenze stößt das einigen ziemlich böse auf. Okay. Ist aber, was du in Erfahrung bringen kannst, auch erst seit die Veronica seine Beraterin geworden ist, dass er umgeschwenkt ist in seiner Politik. Okay. Und da hat er bestimmt sich auch nicht viele Freunde gemacht in seiner eigenen Partei, ne? Genau, ja. Wenn ich das mal so interpretiere. Richtig. Also der hat politisch quasi Selbstmord begangen, nachdem er Veronica eingestellt hat. Okay. Wollte das wahrscheinlich dann kitten mit dem mit diesem Konzert- und Kulturdings, was er da aufgerührt hat. Er hat noch mehr Kulturveranstaltungen auf der Agenda. Aber das ist ja jetzt auch voll nach hinten losgegangen. Und da wurden ordentlich Gelder, auch öffentliche Gelder, in den Sumpf gesetzt. Das ist ja nicht so gut. Mhm. Okay. Muss ich mal meine Connections zu U2 spielen lassen, ne? Nee, okay. Gut, dann war noch eine Frage, gibt's haben wir eigentlich ein Bild von Anna? Von Anna? Ja. Ihr habt keinen, also ihr Spieler habt eins, aber ihr Spielercharaktere nicht. Ja, nicht die Spielercharaktere. Gut, dann habe ich noch, genau, ich brauche ein paar Geschäftspartner, Leute, die unter Umständen daran interessiert sind, mich einzustellen oder mir Geld zu geben, dafür, dass ich ihre Probleme löse.
Ja, da kannst du noch mal, also wenn du da deine Fragen drauf verwenden willst, kannst du noch mal Charisma und ja, kommt drauf an, wie willst du sie denn überzeugen, dass du der Richtige bist? Vielleicht Politics ist dann vielleicht, glaube ich, richtig, oder? Ja, ich glaube auch. Charisma und Politics mal wirken lassen. Alles klar. Und dann schauen wir mal, ob du sie überzeugt. Charisma und Politics. Rolling the dice. Zwei Erfolge. Ich denke, dann kriegst du auf jeden Fall einen guten Kontakt hin. Okay. Also Alles klar. jemanden, der auch Interesse hat, Geschäfte mit dir zu machen. Gut. So, ich hatte theoretisch noch zwei Fragen, aber mir ist gerade nicht so was, nicht so viel eingefallen. Hat noch jemand von euch spannende Ideen von Sachen, die ich fragen könnte? Ja. Vielleicht gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht fällt dir danach was Das ein, ist eine irgendwie gute noch. Idee. Dr. Angela hat sich ja auch bei dem etwas niedrigeren Volk umgehört, ne? Bei Genau, den also meine. Kellnern und was weiß ich wem. Ja. Ich würde einfach mal so generell fragen wollen, wie denn die Stimmung in der Stadt ist, weil ich ja hier neu bin und überlege momentan, mich hier niederzulassen. Einfach so generell die Stimmung auf der Straße, was ich zu erwarten habe, wenn ich mich hier niederlassen würde. Ja, also eigentlich ist das hier ein sehr, sehr schönes Städtchen, wo man schön und gut leben kann. Allerdings halt, wie gesagt, viele Geldverschwendungen in der öffentlichen Hand in letzter Zeit. Das nagt ein bisschen auch an der öffentlichen Hand. Oh. Okay. Generell sind die niedrigeren Leute aber sonst, abgesehen von dieser Geldverschwendung, zufrieden mit dem Bürgermeister gewesen? Oder sind die auch unglücklich mit Die der neuen Stimmung ist Politik? allgemein also gegen ihn, ne, wegen dieser Migrationspolitik, was ich eben auch schon zu Und, Alsea gesagt habe. aber das ist Also halt unabhängig von Stand, ja. politisch hat er sich nicht gerade beliebt gemacht. Ja. Gerade auch bei der niedrigeren, arbeitenderen Gesellschaft ist es halt so, auch wenn die Leute über die Grenze kommen, da die ganzen Mexikaner und was, wer weiß ich, was da alles sonst noch kommt, solche Antworten kriegst du. Außerdem haben wir gar nicht genug Immobilien hier, wo sollen die überall hin und so. Und der Trailerpark wächst und wächst, das kann ja nun auch nicht sein. Und Und dann würde ich mal fragen wollen, ob es eine Möglichkeit gäbe, sich der oppositionellen Partei, wie auch immer, irgendwie anzuschließen, ob es da irgendwelche Treffen oder sowas gibt. Schwierig zu sagen jetzt auf dem Treffen dieser Partei. Nein, aber ich meine halt so Aber generell, ob generell, irgendwas klar gibt's da machen sowas, ja. kann wäre. Aber die werden dir Vielleicht jetzt auch nicht sagen können, wo irgendwelche. du da, also die würden dir vielleicht eine Adresse nennen können vom Parteibüro oder so. Ich meine tatsächlich eher so auch, ob es irgendwelche von den Bürgern auch sehr laute Stimme gibt, die jetzt nicht selbst politisch wirklich engagiert ist oder so, also Also nicht wirklich. Untergrundszenen oder was? Ja. Ja, gibt's in der Tat. Findest du auch raus, ja. Dann gibt es wohl Okay. so eine Straßen. Also es gibt einmal eine Straßengang, die etwas schlechteren Viertel der Stadt unter Kontrolle hat. Und auch das ist auch Teil der Vorwürfe, dass der Bürgermeister es nicht schafft, diese Gang halt aus der Stadt zu vertreiben. Okay. Und ja. Und einmal gibt es noch so eine autonome Szene natürlich, die gibt es fast überall. Okay. Allerdings ist die nicht besonders groß. Ja, ist ja auch nur eine kleine Stadt. Okay. Angeblich sollen die auch verbunden sein mit dieser Gang, aber naja. Okay. Alle Spekulation. Gut, das Ist wären halt dann meine etwas beiden Fragen gehobenere gewesen. Gesellschaft hier. Wie genau die sich da auskennen, ist halt die Frage. Ja, klar. Ja. Gut, und Samantha hatte auch noch was.
Möglichkeiten, jemand irgendwie ausfindig ja. zu machen, zu beobachten? Also wenn da jemand während der Rede böse, missbilligend geguckt hat, dann würde ich mal auf den zusteuern und anquatschen, so nach dem Motto, ah, eine wunderbare Rede, finden Sie nicht auch? Schaut dich so ein bisschen missbilligend an, so, ja, sehr schöne Rede. Reden oh, kann Sie er. Scheinen... Gibt es da etwa Probleme? Wir sind neu in der Stadt, also... Wo soll mich anfangen? Kriminalität, Straßengangs, illegale Einwanderung, Geldverschwendung. Straßengangs? Ich meine, wir überlegen uns hier vielleicht niederzulassen und dann hört sich Kriminalität und Straßengangs ja bedrohlich an. Ja, wir nehmen auch immer mehr Viertel ein. Wirklich? Hm. Das ist ja sehr erschreckend. Und die Polizei, tut die nichts? Dank unserem tollen Bürgermeister nicht, nein. Müsste die Polizei nicht aber eigentlich unabhängig agieren? Hm. Man hat einen der Anführer dieser Gang letzt gefangen, glaube ich. Sagt man das so, gefangen, gefasst. Und er ist auf Geheiß des Bürgermeisters entlassen worden. Was soll man dazu noch sagen? Da würde ich so zu Andrew gucken. Schatz, meinst du wirklich, wir sollen hier in der Stadt bleiben? Irgendetwas hat diese Stadt an sich. Ich mag die Stadt. Weiß man, also gab es da keine Verhandlungen? Mit dem Anführer der Gang? Also einfach so wieder auf... Oder was genau macht die Gang? Drogen? Waffen? Das Übliche. Aber das geht doch nicht. Also da muss doch irgendwie... Ja, das geht ja nicht. Genau, richtig. Wenn sie den Typen wählen, dann geht das nicht. Ja, dann geht das wohl, wenn sie den dann wählen. Ja, aber ist die Polizei... Also... Ein Bürgermeister kann doch, es gibt doch da justizmäßig ja. irgendwelche Dinge, die eingehalten werden. Stecken alle unter einem Hut. Da hat wahrscheinlich der Bürgermeister dem Staatsanwalt gesagt, pass mal auf, lass das mal. Dann hat der Staatsanwalt gesagt, ja gut, gehst du mit mir essen? Dann hat er gesagt, ja. Genau so. Richtig, Sir. Genau so hat er es gemacht. Guten Tag, also ja, mein Name. Schön, Sie kennenzulernen. Ich habe gedacht, wir würden in einem Rechtsstaat leben. Ja, deswegen haben wir auch bald Wahlen und können das Schwein abwählen. Gut, vielen Dank. Dann will ich Andrew so mitschleifen und dass wir mal den Typ jetzt nicht länger belagern und weiter ein bisschen durch die Gegend flanieren und die Leute beobachten. Samantha, und vielleicht kann ja Isaiah sich an ihn ranhängen. Samantha, es gibt keine bessere Stadt, um sich niederzulassen, als eine, die im Umbruch sich befindet. Das ist mir schon klar. Aber wir hatten ja hier einen Job zu erledigen. Ja, der klang nicht besonders schwer. Ich habe schon viel schlimmere Einstiegsrituale über mich ergehen lassen müssen. Da muss ich mich auf deine Erfahrung verlassen. Gehen einfach hin, verschaffen diesem Bürgermeister sein Amt, finden diese Freundin von der Frau und machen uns dann hier ein schönes Leben, denke ich. Mit einem Stein im Brett bei ziemlich wichtigen Leuten. Und vielleicht sogar die Chance, ich weiß nicht, wie es um die Toreador dieser Stadt aussieht, aber wenn es in so eine kleine Stadt gibt, könnte es wahrscheinlich nicht viele Vampire geben. Vielleicht ist für uns sogar ein Platz im Rat drin. Warten wir es ab. Auch wenn mich diese politischen Sachen irgendwie ankotzen inzwischen. Ich glaube aber, du hast da schon auch Mitkonkurrenten. So zu einem gewissen Ventru deutend. Ah, die Ventrus haben ja keinen Anspruch auf einen Platz der Toreador. Da
gut, so weit kommt es noch. Außerdem den Kleinen erhält sich für was Besseres. Wie jeder Ventru. Sogar John. Ja, bei John wissen wir das. Da brauchen wir nicht weiter drüber diskutieren. John kann ich auch im Zaum halten. Und das schaffe ich mit diesem Isaiah auch. Denk dran, was in Sacramento passiert ist. So viel zum Thema, du kannst John in Schach halten. Challenge accepted. Nun gut. Jedes Mal dasselbe, wenn wir eine neue Stadt betreten. Irgendwann muss das ein Ende haben. Na gut, lass uns weitergehen. Es wird uns nicht in anderen Städten nicht besser ergehen. Und warum nicht hier? Ich würde das jetzt noch nicht entscheiden wollen. Lass uns die Stadt mal erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Wir sind seit gestern hier. Ja. Und hast du den Sternenhimmel gesehen? Die ja. Die Berge? Ja. Die schönen alten Häuser? Ich finde, wir sollten die Entscheidung jetzt nicht nur davon abhängig machen, sondern wie sich hier tatsächlich das Leben gestaltet. Also das praktische Leben. Wir sind nicht mehr am Leben. Du weißt, was ich meine. Ja, das weiß ich. Aber das Unleben ist überall gleich. Zumindest ist das meine Erfahrung. Da wird sich diese Stadt nicht großartig von anderen unterscheiden. Außer, und da hatte diese Dame recht, dass wir mit unserem Klüngel, den wir hier jetzt mit dazu bringen, schon eine außerordentliche Potenzierung der Vampirgesellschaft darstellen werden. Das heißt aber auch, dass wir drei schon mal ein ordentlicher Teil der Gesamtvampirgesellschaft sind und dadurch durchaus an Einfluss gelangen können. Welche drei meinst du jetzt? Oh, ich vergaß, du bist ja jetzt auch ein Mitglied unseres Klüngels. Wir vier. Ich bin ein bisschen sauer und gehe einfach mal weiter. Andrew hat den Dicken vergessen. Den Dicken kann man nicht vergessen. Obwohl man kann. Ja, der steht übrigens die ganze Zeit irgendwo am Rande der Tanzfläche mitten im Raum und schaut sich das Ganze an. Ja, ist dir noch was eingefallen, Isaiah? Sonst lassen wir es Ja, ich habe noch zwei sehr gute. Ich habe einen guten Hint aus dem Chat bekommen und einen guten noch von Ferami. Mhm. Und zwar einmal: gibt es noch einflussreiche Gruppierungen, die noch unentschlossen sind, die man noch, ich sag mal, überzeugen könnte, den einen oder den anderen zu unterstützen? Was du in Erfahrung bringst, ist, dass wohl die einflussreichen Leute der Stadt sich wohl ihre Meinung schon so weit gebildet haben und dass es halt sehr schlecht aussieht für den amtierenden Bürgermeister. Ja, okay. Da sollen auch Gelder geflossen sein, angeblich. Aber man munkelt nur. Böse Sache. Natürlich munkelt man das hier, weil hier ist ja die Veranstaltung des Bürgermeisters, über den Gegner zu behaupten, dass er die einflussreichen Leute der Stadt bestecht. Ja, okay. Okay. Also eventuell Korruption. Dann möchte ich gerne noch was über die Familie des Bürgermeisters erfahren, beziehungsweise des Kandidaten. Mhm. Des Kandidaten oder des Bürgermeisters? Ja, des Kandidaten. Vielleicht gibt es da einen Sohn, der sich einen Fehltritt geleistet hat, eine Tochter, die sich. Der ist noch relativ jung, dieser Chain Jones. Der ist verheiratet und hat eine kleine Tochter. Die aber auch sehr, also ein Jahr oder so alt. Okay.
Und er ist verheiratet. Seine Frau ist Hausfrau. Das ist ja schon mal ein Hebel. Okay. Alles klar, vielen Dank. Das waren auch schon die Wesensansagen. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen was jagen. Und dafür werde ich mich ein bisschen auf die Tanzfläche begeben, ein bisschen tanzen, ein bisschen flirten, jemanden finden, der reich und gelangweilt aussieht. Und so hart wie ich kann flirten. Ja. Ich denke mal, da lasse ich dich jetzt mal nicht drauf würfeln. Ich vertraue Iseas Künsten da jetzt einfach mal so weit, dass du da zumindest eine Person findest, die in dein Beuteschema irgendwie reinpasst und die auch gewillt ist, auf deine Avancen einzusteigen. Und ja. Das Ganze wird übrigens ziemlich arghöhnisch beobachtet von John, der dann zu Angela rübergeht und sagt, siehst du, so macht man das. Wenn dein Partner plötzlich sich als Vampir herausstellt, ist das halt immer so ein bisschen ungünstig. Ich würde aber übrigens versuchen, mit John gemeinsam ein anderes Pärchen, das vielleicht ein bisschen Lust auf was Abwechslung hat, zu finden. Vielleicht kann man sich ja zusammentun und gemeinsam erfolgreich jagen. Gemeinsam jagen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Obwohl, mit Sam. Vor gar nicht so langer Zeit, aber mit ihr ist es nicht dasselbe. Nein. Ich weiß immer noch nicht, warum er sie zu unserem Klüngel dazu gebeten hat. Hast du einen Klüngel? Mein Klüngel hat sich vom Acker gemacht. Oh. Wir hatten scheinbar ein paar Differenzen, mehr als ich erwartet habe. Differenzen sind aber innerhalb eines Klüngels allerdings. Blickt so rüber zu Samantha und ihrem Sire an der Tagesordnung. Ja, ich bin auf der Meinung, dass wir darüber hätten reden können, aber mein Sire war nicht besonders, wie soll ich sagen, weder kritikfähig noch scheinbar interessiert an. Also ich denke, er war sehr impulsiv. Lassen wir war er sehr der Anführer des Klüngels? In der Tat. Ich kenne das. Uneinsichtig. Irrational. Impulsiv. Sieht jetzt fast so aus, als würde ich in einen, sagen wir mal, erzwungenen Klüngel gerade reingestopft werden. Mal schauen, wie lange sich das hält. Oh. Manchmal sind erzwungene Klüngel ja nicht das Schlimmste, solange sie halten, wenn du verstehst, was ich meine. Das stimmt. Und solange man sich auf die anderen verlassen kann. Genau. Aber zusammen jagen, das ist eine sehr schöne Idee. Auch in dieser Umgebung. Was schwebt dir vor? Ach, ich weiß nicht. Ziemlich viele dieser Pärchen sehen sehr gelangweilt aus. Findest du nicht auch? Vielleicht könnten wir ein bisschen Leidenschaft und Feuer. Den Klassiker. Ja. Ich bin dabei. Na, dann auf. Ja, also wenn Dr. Angela nicht überzeugend ist, John kann da sehr überzeugend wirken. Aber ich denke, auch Dr. Angela kann das. Ein bisschen. Genau. Der Einzige, der jetzt weiter ziemlich alleine darum herumsteht, ist der Dicke, der euch dann ein paar Schritte folgt. Dann einen kurzen Wink von John bekommt und dann mit einem, ja, man kann nicht sehen, welchen Gesichtsausdruck er hat, weil er hat ja eine Maske auf, aber er guckt so nach unten und bleibt dann neben der Tanzfläche stehen.
Der Arme. Ja. Ja, und ihr könnt euren Hunger, Hunger stillen, denke ich. Also ihr seid ja beide bei, der eine bei zwei, der andere bei drei gewesen. Ihr könnt es beide auf einen runterdrücken, wenn ihr das Sehr möchtet. Gut. So, und dann geht der Abend auch für euch dann soweit zu Ende. Wir, also ich würde eigentlich auch gerne noch irgendwie was zu trinken besorgen. Mhm. Aber hier sind gerade ein bisschen zu viele Vampire unterwegs für meinen Geschmack. Und das mit der Straßengang hört sich ganz interessant an. Ich würde gerne mal austesten, ob es mit der Kriminalität in der Stadt wirklich so schlimm ist. Mhm. Wie machst du das? Zusammen mit Andrew den Ball verlassen und mal durch etwas ruhigere Straßen nach Hause flanieren. Mhm. Und gucken, ob wir ein bisschen Aufmerksamkeit von solchen Personen auf uns ziehen können, eventuell. Mhm. Ja, also wirst jetzt nicht direkt irgendwelche Gänger treffen, so. Obwohl, wie suchst du denn Gänger? Einfach nur alleine, ich meine, ihr seid relativ schick angezogen, alleine irgendwo durch die Gegend laufen. Naja, wir sehen ja nach Geld aus. Ja, das also schon. Meine Hoffnung wäre, dass die vielleicht auch auf Geld aus sind. Hm. Sagen wir so, wir suchen irgendwelchen Pöbel, von dem wir trinken können. Mhm. Ja, ja, ihr kommt. Kein Geschmack. Ihr kommt nach einer. Nach einer ziemlich langen, also ihr seid ja schon in etwas besserem Viertel da jetzt gewesen. Ihr müsst schon ein bisschen was durch das Städtchen laufen. Wir können das Auto nehmen. Ihr könnt auch mit dem Auto fahren, genau, richtig. Oder könnt ein Taxi nehmen. Ja. Ihr kommt an so eine Bar mit vielen Motorrädern davor. Und ja, da sehen die Leute schon etwas verwahrloster aus als jetzt auf der Wahlveranstaltung. Ja. Und ach ja, man merkt, dass Andrew sich so schüttelt. Willst du da wirklich rein? Könnte Spaß sein. In diesem Etablissement. Du kannst auch hier draußen warten und ich gehe allein. Dafür. Nein. Nein, ich begleite dich. Ja, geht hier rein. Es ist halt so eine typische Rockerkneipe. Und nicht die Kneipe von Bruce, die Stammkneipe. Aber die Kneipe, wo er Anna abgesetzt hat. Ist Anna denn noch da? Also wie? Das Interessante ist, als ihr das Etablissement betretet, ihr hört halt von draußen die Musik, als ihr das Etablissement betretet, seht ihr mehrere Leichen, die da rumliegen. Lebt überhaupt noch jemand? Oder? Nein. Es ist sehr blutig. Und hier sind bestimmt 10 tote Leute drin. Alle so Gänger, Rocker. Und der Barkeeper halt. Der hält so ein bisschen über seinen Tresen noch. Hat so noch so eine Schrotflinte irgendwie in der einen Hand. Andrew, pass bitte mal kurz auf die Tür auf, ob jemand kommt. Und dann würde ich gerne mal kurz nachgucken, ob ich rausfinden kann, warum die gestorben sind. Nach dem Motto: Schießerei, Tier, Vampir. Mhm. Ja, also du kannst keine Vampirbisse feststellen, aber das ist auch relativ normal, weil die kann man ja, die heilen sich verdecken. Ja. Was du aber siehst, ist, dass die Leichen alle ja sehr stark ausgeblutet sind. Und auch sonst kannst du, würdest das vielleicht sogar als Raubtierspuren oder sowas an der Kleidung der Leute irgendwie feststellen. Klauenabdrücke oder so. Gut. Dieser Stand wird immer interessanter. Mhm. Zeit von hier zu verschwinden. Zumindest von dieser Kneipe. Abmarsch. Sofort.
Ja, dann gehen wir doch zurück zum Auto und suchen uns einen anderen Platz für was zu essen. In der Hoffnung, dass uns niemand gesehen hat. Ja, also ihr werdet keinen Gänger oder sowas mehr finden jetzt in dieser Nacht, aber ihr findet da definitiv was zum Essen. Ja. Gut. Kannst auch da den Hunger auf 1 runterziehen, wenn ihr möchtet. Ja, sehr gerne doch. Andrew will auch. Das ist schizophren, wenn man sich mit sich selber redet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Andrew dem Beispiel folgt. Ja, ja, dann gehen wir zurück ins Motel, würde ich vorschlagen. Ja, Andrew bleibt noch lange irgendwie am Fenster stehen und schaut irgendwie aus dem Fenster und sein Blick schweift irgendwie so in die Ferne. Ihr habt vom Motel-Fenster aus so einen Blick auf das Gebirge, was so ein bisschen vom Mond bescheinen wird. Also man sieht halt so den Bahnübergang, der am Motel vorbeiführt. Dahinter halt so eine große Steppenwüste und dann das Gebirge im Hintergrund. Ja, also wenn man über den Parkplatz und die Straße noch drüber guckt. Aber der Ausblick ist schon ganz, ganz nett, ja. Ja, irgendwann würde ich ihn dann, vom Fenster wegziehen. Oder zuerst zu ihm gehen und fragen, was gibt's da draußen so Besonderes zu sehen? Und würde halt auch gucken, okay, nur die Landschaft. Reicht das nicht? So abwechslungsreich ist die jetzt nicht. Aber gut. Nein, abwechslungsreich nicht, aber schön. Ich würde mal auf die Uhr gucken, nach Motto, wie viel Zeit haben wir noch bis Sonnenaufgang? Ja, ist vielleicht noch eine Stunde oder so. Wir sollten auch langsam mal ins Bett gehen. Und vor allem die Fensterläden zumachen. Ich sorge dafür. Sind der Dicke und John schon wieder zurück? Ich kann nachschauen gehen. Die werden sich super geärgert haben, weil wir das Auto mitgenommen haben. In der Tat. Ganz unabsichtlich. In der Tat gab es ein großes Bohai. Dr. Angela hat das aus erster Hand mitbekommen, als das Auto weg war. Als John und der Dicke nach Hause fahren wollten. Was die Impulsive. Und jetzt, verdammte ohne uns Bescheid zu sagen. Das macht er immer. Wir müssen da irgendwas dran tun, Dicker. Irgendwann, wenn er irgendeinen Schwachpunkt zeigt. Irgendwann ist meine Zeit. Das können wir ihm nicht immer so durchgehen lassen. Wie war das mit auf seinen Klüngel muss man sich verlassen können? Genau, auf seinen Klüngel muss man sich verlassen können. Und wenn das Oberhaupt des Klüngels anfängt, dass man sich nicht mehr auf ihn verlassen kann, dann, naja, der Fisch stinkt vom Kopf her, nicht wahr? Ja, sollen sie sich eben ein Taxi nehmen? Wo hast du denn einen Unterschlupf gefunden? Im Obdachlosenheim, was ich auch vorhin ja angeboten habe zum Treffen. Da bin ich momentan untergekommen, solange bis ich eine Möglichkeit habe, irgendwie Geld zu verdienen. Ja, an Geld mangelt es uns nicht. Ein bisschen Erspartes habe ich auch noch, aber ich bin da nicht so der Freund davon, das jetzt alles so rauszuschmeißen, bevor ich nicht weiß, wie es danach weitergeht. Sollen wir uns zusammen ein Taxi nehmen? In was für eine Richtung müsst ihr denn? Ich muss da die Straße runter. Oh, ein bisschen weiter. So genau kenne ich mich in dieser Stadt noch gar nicht aus. Ich denke, der Taxifahrer wird wissen, wo er hin muss. Stimmt wohl. Aber vielleicht, es gehört zur Galanterie, dass man sicher geht, dass die Dame Ei zu Hause ankommt. Ah, Angela lacht, ne? Also, ja, ist das nicht mehr so heutzutage? Das
meiner Meinung nach ein wenig überholt und ich denke schon, dass ich es schaffe, mich ja selbst zu verteidigen, sollte irgendetwas passieren. Oh, kein Zweifel, aber darum ging es mir auch nicht. Ich werde nicht Nein sagen, aber... Ein Nein hätte ich auch nicht akzeptiert. Was hättest du denn getan, wenn ich Nein gesagt hätte? Du hast ja noch nicht Nein gesagt. Das ist wohl wahr. Siehst du? Was du natürlich auch tun könntest, ist, mich einfach zu dir einzuladen. Weil wahrscheinlich hast du eine bessere Unterkunft als mein Obdachlosenheim. Eine hervorragende Idee. Und auch noch von dir. Dann würde es sich nicht auch eher lohnen, ein Taxi für uns beide zu holen, für uns drei. Ja, vergiss den Dicken nicht. Das mache ich nicht. Ich habe mich korrigiert. Dankeschön. Ja, dann bestellt ihr euch ein Taxi und fahrt so zu dritt zurück zum Motel. Und Isaiah kommt bestimmt auch irgendwie in sein kleines Apartment. Genau, zurück. Also nachdem ich mit jemandem nach Hause gegangen bin einmal gegessen hast. Und danach nehme ich ja auch ein Taxi. Siehst du, jetzt hätte ich Bruce nicht abgehandelt, hätte man vielleicht noch auf Bruce treffen können, aber nein, der ist leider beschäftigt. Der muss sich mit Anna unterhalten. Ein Spiel. Nee. Das ist quasi zwischendurch passiert. Du warst nicht denselben Taxifahrer wie auf der Hinfahrt. Ah, schade. Der war mir sympathisch, auch wenn das Taxi richtig ranzig war. Ja, und dann verbringt ihr so eure Restnacht und erwacht am nächsten Abend, nachdem ihr einen Roast-Test gemacht habt. Dann gucken wir mal, ob die Nacht euch Hunger kostet oder nicht. Was muss man für Roast nochmal abholen? Ein W10 würfeln und 6 plus ist ein Erfolg, dann passiert nichts und wenn du den weniger als, genau, dann steigt dein Hunger. Knapp. Ui. Also dreimal geht der Hunger nach oben und einmal bleibt er gleich. Da ist das Sheet. Käse. Also der Rouse-Test ist immer dann erforderlich, wenn ihr quasi euer inneres Tier reizt quasi und dass es etwas für euch tut. Und da ihr ja am nächsten Tag als Tote wieder erwachen wollt und wieder am Leben sein wollt, müsst ihr da auf das innere Tier zugreifen und deswegen müsst ihr es reizen, damit es irgendwie nach vorne in euer Bewusstsein dringt und euch aufweckt. Und deswegen wird gewürfelt. Und das kann dann im schlechtesten Fall Blut kosten. Im schlechtesten Fall kann nur der Hunger steigen, also bei diesem Test zumindest. Meine ich. Ja. Blutkosten gibt es ja so in dem Sinne gar nicht, ne? Nee, Blutkosten gibt es nicht. Das war früher. Genau. Also jedes Mal, wenn ein Vampir irgendetwas Übernatürliches macht und auf den Dämon in sich quasi oder auf das Tier in sich Zugriff nimmt, irgendwie ob er Vampirfähigkeiten benutzt oder man kann ja extra Würfel generieren und durch seine vampirischen Kräfte oder so oder eine Disziplin benutzt, dann quasi kann der Hunger steigen und je höher der Hunger ist, das habt ihr ja eben festgestellt, desto höher ist auch die Chance, dass das innere Tier irgendeiner Aktion einmal die Kontrolle übernimmt. Ja. Zwecks anknubbern. Genau. Sehr schön. Ja. Muss ja auch noch ein bisschen was erklären für die Leute da draußen, die es noch nicht so kennen. Und für die Leute hier drin, die es noch nicht so kennen. Mehr culpa. Ja, macht ja nichts. Das ist so. Ja, gut, und der nächste Tag ist schon angeplant gewesen. Ihr wolltet euch ja treffen, aber vielleicht beginnen wir den nächsten Tag nochmal bei Bruce, der ja irgendwie eine E-Mail bekommen hat am nächsten Morgen oder quasi im Laufe des Tages hat er eine E-Mail bekommen, dass dein anliegendes das Objekt zu begutachten
am Abend ja, angenommen wird. Okay. Auch schon eine Uhrzeit, wahrscheinlich jetzt demnächst irgendwie, ne? Mhm. So. Ja, du hattest eine genannt, die dir passt. Ja, dann würde ich mich, also ich stehe wahrscheinlich relativ früh auf, würde ich sofort aus dem Bett springen, dabei versuchen jetzt nicht unbedingt einer aufzuwecken, falls sie noch schlafen würde. Du bist in der Tat und, schon wach. Und suche mir das einzig gute weiße Hemd, was ich noch habe, raus. Bruce hat sich auf seinem Weg nach Amerika ein gutes Hemd aufgespart. Diesen einen Moment. Also er glaubt, das ist dieser Moment. Deswegen zieht er sich das eine gute Hemd an, was auch wirklich noch top gebügelt ist. Also auch daneben sind so ja, schmuddelige Jacken. Also er trägt ja auch immer so Art Flanellhemden oder sowas, was irgendwie schon ein bisschen olle aussehen. Das würde ich in diesem Schrank, das einzig Schicke noch dabei ist, ein weißes Hemd und eine in so einer Plastikverpackung hängende rote Fliege. So, und die sieht er sich an. Das, ob das jetzt Modus so der Renner ist, das mögen die Toreador sagen. Aber er macht sich halt so für seine Verhältnisse relativ schick und dann okay. Na, glättet sich das auch nochmal. Gut, ich mach mich dann mal auf den Weg. Ah, der Termin ist gleich. Von der neuen Wohnungsbesichtigung. Soll ich mitkommen? Ich glaube, ich mach das schon. Ja. Und was mache ich die ganze Zeit? Ich meine, du kannst mitkommen, wenn du möchtest. Mir ist es egal. Nehmen dir sich inzwischen ein bisschen underdressed aus? Ich guck sie so ein bisschen an. Nein. Quatsch. Ich finde, du siehst gut aus. Ich guck so nach oben. Schon so auf das blutverschmierte Zeug, was sie anhat. Aber du solltest einmal vielleicht, ich habe eine Waschmaschine, einmal mal, oder ich habe noch ein paar T-Shirts in meinem Schrank, weiter. Gehe ich so an meinen Kleiderschrank, hol so die paar T-Shirts, die ich noch habe, raus. Die sind ja ein bisschen groß, aber naja. Zieht die so über und kann die quasi so als Kleidchen tragen. Das ist dann so ein Bandshirt von Grateful Dead oder sowas. Ja, genau. Weißt du, als ich noch am Leben war, hatte ich mal so ein Football-Trikot von meinem Freund. Das dürfte ich immer tragen. Das ist irgendwie... Football-Trikot? Das kannst du gerne... Er kam so in seinem Schrank aus. Hier, das ist von den Atlanta Falcons. Und er zeigte so, das ist das von Julio. Damals war ich im... Mal Kick. Egal. Hier, wenn du das willst, das geht auch. Also, war mir ein bisschen zu klein. Ich bin da ein bisschen rausgewachsen. Das war damals... Schon ein paar Jährchen alt, aber. Gehst du dir rüber, drückt dir einen Kuss auf die Lippen, meinst du? Erinnerung. Danke. Ja, die sind wichtig, ja. Dann bleib hier und bring ein bisschen die Sachen in Ordnung. Wenn ich fragen darf, was bist du denn für ein Fan? Wenn du auf Football stehst. Oder stand dein Freund nur auf Football? Oder denn? Ich bin nicht so der Sportliebhaber. Na, okay. Schade, er guckt so ein bisschen betroppelt so. Na gut. Also ich. Kannst es mir ja näher bringen. Ich muss den Ball besorgen. Er guckt so ein bisschen. Aber das machen wir alles, wenn wir in der Wohnung sind. Hey. Krieg ich hin. Bällen hinterherlaufen kann ich ziemlich gut. Er lächelt so ein bisschen verschwitzt. Ja. Okay. Ich mach mich auf den Weg, ne? Und ich, drück sie einmal ganz fest und so. Wünsch mir Glück. Oder Erfolg, was? Beide. Hast du Bleiche? Ob du Bleiche hast? Spontan gerade nicht. Ich finde schon welche. Bitte stell einfach nichts sowas. Ich geh dann so mit raus. Wir sehen uns. Und dann. Viel Erfolg. Mach die Tür zu. Werde ich haben. Ja, und dann mache ich mich auf. Gut. Und ja, Samanthas Klüngel, Dr. Angela und Isaiah treffen sich ja, wo wolltet ihr euch nochmal treffen? In dem... Bei mir. Bei Isaiah, genau, ja. In dem tollen Büro. Ja. Genau. John spricht kein Wort mit
Andrew während der ganzen Fahrt. Es ist wohl gestern Morgen noch ein bisschen lauter geworden, als Andrew nachgeguckt hat, ob John und der Dicke da sind und so. Man hat sie laut streiten hören. Ich habe auch kein Problem, John zu sagen, dass es meine Entscheidung war, das Auto zu nehmen. Was habe ich denn schon zu verlieren in der Beziehung? Nicht mehr. Also. Ja. Ich wäre dazwischen gegangen und hätte klargestellt, dass ich das Auto genommen habe und dass es meine Entscheidung war. Gut. Ja, also mit diesem etwas unterkühl, also Dr. Angela hat ja dann wahrscheinlich eben hast du bei John übernachtet? Ja. Gut. Dann hast du das ja auch aus erster Hand mitgekriegt. Und, ich quittiere das am Abend auch nur mit einer hochgezogenen Augenbraue, als sie da mit aus dem Zimmer kommt. Verstehe ich das richtig, dass Angela dann heute die gleichen Klamotten anhat wie gestern? Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Oder? Natürlich. Also nicht natürlich, aber ja. Ich sehe aber immer noch gut aus. Das ist gar keine Frage. Offensichtlich habe ich meine Klamotten vor zu Bett gehen ausgezogen. Alles Weitere lassen wir im Dunkeln. Ja. Wie war das? Wenn man Humanity die 8 hat, dann geht's noch, ne? Mhm. Wie bitte? Wieso nicht? Du willst es nicht wissen. Okay. Ich habe das echt nicht verstanden. Also. Ja. Gut. Also es ist eine etwas gedrückte Stimmung, wie Isaiah ja dann mitkriegt, als die Leute dieses Pack in dein Büro. Genau, also ich weiß nicht, ob ihr mal, ich weiß nicht, ob einer von euch Daredevil guckt, aber das Büro sieht halt ungefähr so aus. Es ist halt einfach, es ist halt Souterrain, es ist halt alles zugenagelt, es ist halt so ein Holzboden, aber der passt nicht richtig zusammen. Es ist ein Schreibtisch da, aber der ist halt auch, also der sieht halt billo aus. Und da sind halt so überall so Aktenschränke. Also, okay, cool, du hast ein Büro, aber es sieht nicht wirklich irgendwie wie ein Anwaltsbüro aus. Es sieht mir eher so wie so ein Privatdetektivbüro aus. So nach dem Motto, okay, cool, machst du hier auch was? So. Wie gesagt, es ist frisch. Genau. Und genau, muss natürlich Treppe runtergehen und dann kann man erst quasi rein. Und ich winke euch so, ja, kommt rein. Gut, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich gucke Angela einfach so von oben bis unten an. Hattest du das nicht schon gestern? Na. Und drehe mich um und gehe quasi in die Wohnung rein und oder also ins Büro und erwarte so, dass sie mir folgt. Andrew guckt sich hier alles irgendwie ganz interessiert an. Scheint jede Bodendiele zu genießen, auf die er drauf tritt. Holzkonnoisseur. Könnte man meinen. Der dicke Blatt. Man merkt, dass du noch nicht lange hier warst. Ich hab dich nicht verstanden. Man merkt, dass du noch nicht lange hier bist. Also entschuldige bitte. Diese Kanzlei ist noch im Aufbau befindlich. Kein Grund. Ich denke nur, man sieht das. Es fehlt ein bisschen, mein John, der Touch einer Innenarchitektin vielleicht. Es geht nicht um das, es geht nicht darum, wie das hier aussieht. Es geht darum, was hier passiert. Ja, und deswegen sind wir ja hier. Ja, deswegen sind wir hier. Weil sie im Motel und weil ihr im Motel haust und sie bei den Obdachlosen. Oh, wir sind ja nur auf der Durchreise. Jetzt scheinbar nicht mehr. Hat dein Boss ja entschieden. Können wir das vielleicht einfach beiseite lassen und mal zusammentragen, was wir gestern so rausgefunden haben? Nein, ich brauche meinen Schwanzvergleich. Entschuldigung. Wer ist der kompetentere Ventru? Hallo.
Da besteht ja wohl gar keine Frage. Entschuldige. Der Ältere. Ja. John hat die Frau gekriegt. Das muss man ihm lassen. Ich habe von meiner Frau getrunken, okay? Also, Moment mal. Nee, alles klar, ja. Ich breite so ein bisschen aus, das, was ich gestern so noch rausgefunden habe. Dass der Shane Jones, dass er verheiratet ist, wer die Frau ist, dass er eine Tochter hat, solche Sachen. Dass der eventuell korrupt sein könnte, zumindest, dass er Gelder angenommen haben könnte von einflussreichen Gruppen. Dass das vielleicht ein Hebel wäre, den man nehmen könnte. Der Name von dem Kampagnenleiter von dem Kollegen und ja, so mein Takeaway, sage ich quasi, nachdem ich das alles so ein bisschen runtergerasselt habe, ist, ich glaube, wir haben nicht viele Hebel, um den Bürgermeister, den amtierenden Bürgermeister noch als den Superman aufzubauen in den nächsten 2 Wochen. Der beste Hebel, den wir haben, ist... Nächste Woche ist die Wahl, meldet sich Andrew. Ja, nächste Woche. Innerhalb der nächsten Woche. Unser bester Hebel ist, glaube ich, Shane Jones komplett runterzumachen. Also wirklich komplett. Und das wird schwierig. Wir lassen ihn verschwinden. Das ist die andere Option. Die Frage ist, ob, wenn er verschwindet, nicht irgendwer von seiner Partei für ihn eintritt. Und wenn der Bürgermeister so unbeliebt ist. Ich muss zugeben, ich kenne mich nicht so ganz mit den lokalen Gesetzen aus. Städte regeln ihre Bürgermeisterwahlen alle selbst. Ich kann mich da aber mal einlesen. Selbst wenn jemand nachrückt, ein völlig unbekannter Kandidat gegen jemanden, der bekannt ist, das sollte er zumindest besser schaffen als... Das ist was, das würde seine Chancen wahrscheinlich steigern, aber... Im schlimmsten Fall könnte die Wahl verschoben werden, was uns wiederum die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr Einfluss zu gelangen. Ja. Wäre es möglich, Shane Jones dazu zu bringen, abzudanken? Jeder hat so seine Schwachpunkte. Aber die Frage ist, ob wir die herausfinden. Seht ihr... Nein. Meine Überlegung ist, wenn wir einfach hingehen, den Typen leer machen und verschwinden lassen, dann, ja, das wirft Fragen auf. Das ist nicht besonders subtil. Vor allen Dingen so kurz vor einer Wahl. Ja. Wir könnten auch dafür sorgen, dass seine Frau oder seine Tochter krank werden. Und dass ich aus privaten Gründen zurückziehen muss von dem Politikgeschäft. Exakt. Ja, sowas in der Art würde mir besser gefallen. Ist der Typ, der für sowas abdankt, das ist ja auch immer sehr abhängig von der Art von Mensch. Naja, wir können es zumindest versuchen. Ja, ich denke, wir kommen nicht drum herum, uns Shane Jones auf jeden Fall genauer anzugucken. Ich denke, gleichzeitig wäre es aber auch gut, im Namen vom momentanen Bürgermeister ein paar gute Sachen zu machen. Wie zum Beispiel sich um die Straßengang oder die, von denen ich gehört habe, der autonomen Szene ein bisschen Dark-Krawall zu machen. Wir sollten wahrscheinlich einfach beide Ansätze gleichzeitig verfolgen. Ja. Damit nicht alles nur davon abhängt, dass eventuell der Gegner abdankt oder verschwindet, sondern dass man auch gleichzeitig noch ein paar von den Unentschlossenen doch dazu bewegt, den Alten zu wählen. Ist der Doktor nur einfach Spaß oder ist der Titel berechtigt? Nein, ich bin studierte Ärztin. Gynäkologie. Oh. John kriegt große Augen. Das weiß er schon, das hat sie ihm schon gesagt. Aber er trotzdem das stimmt. Große Augen. Dann sollten wir uns vielleicht dem Projekt annehmen, die Frau oder die Tochter krank zu machen. Ja. Eine Woche Zeit haben wir, ja. Ja, müsste man sich ein bisschen einlesen, was man so spontan
Ich meine, wir kommen ja nicht einfach so an irgendwelche Viren ran, also. Ich meine jetzt mit vergiften, ja. Krank auch nicht irgendwelche Viren. Aber das wäre das Glaubwürdigste, wenn wir das schaffen würden, was halt leider außerhalb der Frage kommt, solange wir nicht irgendwie. Ach, eine Anämie ist auch behandlungswürdig. Wie soll ihn eine kranke Frau oder ein krankes Kind davon abhalten, zu kandidieren? Ja, das denke ich auch. Und ich denke, das ist dann zu, das ist zu schwach. Naja, deswegen, wenn seine Frau um ihr Leben kämpft. Das war das, was ich meinte. Das kommt halt sehr stark auf die Art von Mann an. Es gibt die, denen ist das scheißegal, und es gibt die, die sich dann tatsächlich darum kümmern. Naja, aber wir halt könnten, alles nicht. Wir könnten das ja als ersten Schritt machen. Es müsste ja relativ einfach sein, an sie ranzukommen. Wie wäre es, wenn wir beides miteinander verbinden? Das wäre der Plan. Was beides meinst du? Entschuldigung. Also John meint, wir könnten, keine Ahnung, einen von den beiden vielleicht, nur weil es einfacher ist, die Frau oder die Tochter entführen und irgendwo bei dieser Gang unterbringen und dann in dem Gangnamen erpressen. Dann müsste sich aber einer von uns erstmal quasi bei der Gang einschleichen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ihr seid doch gut darin, überzeugend sein können, oder? Ja, wollte gerade sagen, ihr habt doch so eure Überzeugungskünste. Aber das ist keine schlechte Idee. Und dann sind wir die Helden im Auftrag des Bürgermeisters, die Tochter wieder. Nein, ich denke nicht, dass wir Helden sind. Ich glaube, wir bleiben lieber ganz aus der Schusslinie. Der Bürgermeister selbst wird der Held sein. Aber auch der muss ja theoretisch irgendwelche Leute beauftragen. Ja. Und wenn die Polizei korrupt ist, in welche Richtung auch immer. Ja gut, es scheint so, als würde die Polizei nach der Nase des jetzt amtierenden Bürgermeisters tanzen. Die Frage ist auch, ob das alles so wahr ist. Naja, wenn die Polizei anrückt bei dieser Gang und sie die Geisel nach der Wahl irgendwie finden und zufälligerweise die Gang sich beim Schusswechsel mit der Polizei etwas antut. Weniger Fragen. Ja. Ich denke, das ist eine gute Idee. Andererseits sind die Leute sich jetzt schon relativ sicher, dass der momentane Bürgermeister mit der Gang irgendwie zusammenarbeitet. Wenn die jetzt die Tochter entführen, ist das noch eher gegen ihn. Das stimmt. Deshalb lassen wir doch einfach die Mama schwer krank werden. Ich weiß immer noch nicht, ob das genug ist. Ja, wenn wir gleichzeitig. Ich würde eine kranke Frau nicht davon abhalten, einen Leitungsposten in Anspruch zu nehmen. Ja, aber er hat eine kleine Tochter, um die er sich kümmern muss. Dafür gibt es Nannies. Wissen wir, ob er eine hat? Ist ein Politiker. Es ist hier eine pissige Kleinstadt. Ich weiß nicht, ob man hier als Politiker so viel verdient. Wahrscheinlich genug. Du hast ja die Leute gesehen gestern. Warum sind wir eigentlich beauftragt worden, diesen komischen, total inkompetenten Bürgermeister an seinem Posten zu behalten? Also, er scheint ja wirklich gar nichts auf der Reihe zu bekommen. Von dem, was man so gehört hat. Wahrscheinlich, weil der Typ Veronikas Privatspielzeug ist. Ja.
Tja, wir könnten Shane zwingen, abzudanken, indem wir seine Frau und seine Tochter entführen und ihn erpressen. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde, wie gesagt, alles auf den momentanen Bürgermeister zurückfallen, weil es zu offensichtlich ist, dass wenn jetzt etwas mit denen passiert, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Man muss das ja nicht an die große Glocke hängen. Man könnte versuchen, das unter der Decke zu halten. Und dann kommt das nach der Wahl raus und ich bin mir sicher, dass das zu einem ziemlich großen Mob führen wird. Aber ist das unser Problem? Unser Auftrag war nur bis zur Wahl. Das stimmt, ja. Bin mir relativ sicher, dass die Möglichkeit haben, uns danach auch gehörig auf den Zahn zu fühlen. Deswegen, wenn es zu Problemen später kommt. Ich meine, am Ende können wir auch immer noch hingehen und Shane um die Ecke bringen. Das würde ihn sehr endgültig aus diesem Rennen raushauen. Das kann ich, meinte Dicke. Ich meine, machen wir uns sonst nicht vor, wir haben eine Woche Zeit, das ist sehr wenig Zeit. Ich meine, ich bin ja Humanist, aber irgendwo ist auch eine Grenze erreicht. Und wenn die Grenze ist, ich werde geflockt in Sonnenlicht gestellt oder ich trinke einen Bürgermeisterkandidaten aus, dann ist das eine sehr einfache Wahl für mich. Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Auch wenn ich mit keiner von diesen momentanen Lösungen wirklich glücklich bin. Aber wir könnten versuchen, parallel könnten wir versuchen, die Gang auszuschalten. Um, damit der jetzige Bürgermeister besser dasteht? Ja. Und wir müssen das Mädchen auch noch finden. Oh ja, das Mädchen. Wie sollen wir da eigentlich überhaupt anfangen? Wir wissen nicht mal, ob sie noch in der Gegend ist. Wir wissen, dass sie vor Jahren mal Dreadlocks hatte. Ich habe übrigens eine Frage. Gibt es irgendwas in den, ich sag mal so, Nachrichten von wegen so, hey, riesige Schlachterei, 10 Leute tot, in einer Bar, in dieser Stadt? In der Tat nicht. Okay. Ich weiß ja nichts davon. Ja. Nur Samantha. Und Andrew. Und Bruce. Na gut. Das ist Bruce. Nicht ganz. Er kennt nicht das volle Ausmaß dessen, was passiert Absolut. Ist. Absolut. Sonst wäre das Gesprächsthema Nummer 2. Okay. Na gut. Wir können ja einfach mal durch die Straßen ziehen und dabei Ausschau nach dem Mädchen halten und nach der Gang, um uns mal einen Eindruck zu verschaffen, über wie viele wir da eigentlich sprechen. Ja. Und eventuell für den Fall, dass wir die Familie des Gegenkandidaten ins Ziel nehmen, mal so ein bisschen auch herausfinden, wie deren Gewohnheiten so sind und herausfinden, wie wir sie am besten aufgreifen können. Ja. Ja, ich denke, mit Shane müssen wir uns sowieso angucken. Ich wollte mich noch mit mit Brian Martinez treffen. Ja, er leitet die Kampagne für Shane Jones. Vielleicht finde ich da noch was raus, was helfen kann. Ich könnte mich ja vielleicht sogar anhören lassen. Das würde mir zumindest Zugriff geben. Wobei ich nicht glaube, dass die so um 5 vor 12 noch jemanden anheuern. Naja, wenn du vielleicht nicht in eine von den hohen Positionen willst, sondern bereit wärst, irgendwie so einen kleinen Botenjungen zu machen. Ich finde, der Botenjunge steht ihm ausgezeichnet. War das John? Mhm. Wie weit steht John von mir weg? Oh, so 2 Armlängen.
ihn mir auch super gut vorstellen. Mit so Flyern in der Straße stehend. Ich drehe mich zu John um. Guck ihm tief in die Augen. Benutze Compel und sage, entschuldige dich. Das hast du zum letzten Mal gesagt. Okay, würfel mal. Jetzt müssen wir gerade nochmal nachgucken, wie das funktioniert. Genau, ey. Ich muss auch selber nochmal nachgucken. Wo ist Compel? Da ist Compel. Charisma plus Dominate. Wie war das nochmal? Ich kann was machen, um mehr... Um einen Würfel mehr zu generieren, kannst du das Tier reizen, ja. Genau, das würde ich gerne machen. Mhm. Sagst du mir kurz mal die Seite, wo das steht? 256. Zwei, fünf, sechs. Also ich wollte vielleicht wieder rumfliegen. Da. So, ich muss mit dem Rouse-Check anfangen, ne? Unprepared Mortal Victim. Kein Dice-Roll? Genau, er bekommt auf jeden Fall ein Intelligence of Resolve. Genau. Ich weiß, falls er Dingsbums hat, wie heißt das? Toughness? Fortitude. Das, mhm. Da gibt es, glaube ich, auch was, was dagegen hilft. Ja. Ja. Bekommt er. So, erstmal mein Rouse-Check. Gut, ich bekomme keinen extra Hunger. Ah ja, er kriegt sein Fortitude gegen. Als extra Würfel, okay. So, und dann wirf ich einen mehr, ja? Genau. Mhm. Eins, zwei, drei Erfolge. Okay. Dann würfelt der mal dagegen. Nach wo ist denn Roll 20 bei mir? Hier. Fortitude dazu. Oh, guck mal, wie schlecht er würfelt. 1, 2, 3, 4, 5. Yikes. Okay. Nein, mein Ouch. Freund. Yikes. Andrew meint dann so, John, lass das. Wir müssen zusammenarbeiten, das hat keinen Sinn gerade. Mein neuer bester Freund. Schön zu sehen, dass diese Tricks nicht immer funktionieren. Es braucht jemanden. Außerdem solltest du vielleicht. Der das kann. Bin froh, dass er es nicht kann. Also Andrew greift so rüber zu John und packt ihm so an am Arm und zieht ihn so zu sich runter. Was habe ich dir gerade gesagt? Hör auf. Lässt ihn wieder los. Schaut dann so ein bisschen böse zu Isaiah rüber. Ich lehne mich so ein bisschen an den Schreibtisch, der da so steht. Schaue Isaiah so an und sage, also... Derjenige, der anfing mit "Wir sind jetzt allerbeste Freunde", ist ja offensichtlich auch der Erste, der sich gegen einwendet. Ich bin nicht in seine Wohnung gekommen und habe ihn beleidigt. Er hat aber nicht versucht, dich ja irgendwie zu manipulieren.
Können wir den ganzen Blödsinn jetzt vielleicht mal lassen? Und anfangen, irgendwie was Sinnvolles zu tun? Ich wäre halt viel lieber mit Leuten zusammen, wo ich nicht Angst haben muss, dass die mich hinter meinem Rücken irgendwie manipulieren wollen. Ein valider Punkt, Mr. Isaiah, meint Andrew. Ich greife mir so an den Nacken. So. Ja, ja, ja. Wenn wir diese Aufgabe meistern wollen und in dieser Stadt einen Fuß fassen wollen, sollten wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Du hast völlig recht, Andrew. Alte, schlechte Angewohnheiten. Ich dreh mich zu John und nick ihm so zu. Nichts war ungut. Und geh dann zu meinem Schreibtisch und puzzle so ein bisschen an Papieren rum. So. Okay, cool. So nach dem Motto, okay, nee, ich habe ein angekratztes Ego und ich möchte, dass das keiner bemerkt, bitte. Ja, der Fisch ist im Raum. Ja. Gut, also Isaiah schnappt sich diesen Martinez. Ja, fertig. Angela stellt Kontakt her zu den Gangs. Was machen wir dann? Dann bleibt ja für uns nur die Familie. Ich denke, wir können den Dicken zum Beobachten schicken. Das kann ich. Na, dann hoffen wir, dass die Kleine ihn nicht sieht. Ich glaube nicht, dass er gesehen wird, wenn er das nicht möchte. Gut. Und was machen wir dann? Ich denke, wir sollten dann mal nach der Dame Ausschau halten. Gut. Oder braucht ihr Hilfe bei euren Angelegenheiten? Also ich, John meldet sich, würde ja Dr. Angela unterstützen, wenn sie das möchte. Kannst gerne helfen, ich weiß aber nicht, wie sehr du dich im Untergrund, in der Untergrundszene so wohlfühlen wirst. Ich kenne diese Szene ja nicht. Lass Könnt's uns mal sie erstmal angucken. Okay. Ich glaube, du passt da gut rein. Nicht wahr? Ich bin sehr anpassungsfähig. Das ist so der Moment, wo Isaiah so von dem Schreibtisch so aufguckt und so, ich will jetzt was sagen, ich überleg's mir anders. Ja, also als du so kurz zuckst, guckt Andrew auch so zu dir rüber. Gut. Dann Samantha und ich werden uns um das Mädchen kümmern. John und Angela um die Gang, Isaiah um den Wahlhelfer. Und der Dicke wird das Haus beobachten und die Familie. Das klingt nach einem Plan. Auf geht's, wir haben nicht viel Zeit. In der Tat. Wir nehmen das Auto. John sieht kurz Sorge, danach der, aus, als der, ob er irgendwas sagen will, aber... In der Szene solltest du sowieso nicht mit einem guten... Wie sieht das Auto aus? Was ist das für ein Auto? Ich weiß es gar nicht.
Das war wenn so, es so, zu so ordentlich so, aussieht, so dann ist es sowieso eher negativ. Ah, okay. Wenn es zu sehr nach Geld aussieht, dann ist das sowieso in der Szene nicht so. Oh, wie sollte ich mich anpassen mit meinem Outfit? Ich könnte mir ein paar Ketten umlegen oder einen Hoodie anziehen oder so. Ein Hoodie ist schon in Ordnung, aber muss es nicht übertreiben. Das sind meistens tatsächlich ziemlich normale Leute, also. Gut. Bin gespannt. Okay. Aber ich glaube, ich würde mich doch ganz gerne umziehen gehen, bevor wir da weiter rumlaufen. Ich auch. Gut, dann setzen wir euch am Motel ab. Dankeschön. Beziehungsweise da, wo du eben hin musst, ja, Angela. Ja, Obdachlosenheim. Das klingt so falsch. Was klingt falsch? Obdachlosenheim? Dass sie im Obdachlosenheim haust. Jeder, ja, wie er mag. Besondere Umstände erfordern. Ich habe heute Morgen mal Anzeigen geguckt. Schau mal, hier gibt's Häuser. Wohnung. Wenn du mir das bezahlen möchtest, gerne. Ich guck so mit einem Lachen. So. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Platz in meinem Schlafzimmer. Ich würde eher auf der Straße pennen als in deinem Schlafzimmer. Danke für das Angebot, aber. Ich weiß nicht, ob das nicht schon eine ziemliche. Ist das schon so ein Trigger? Für Angela? Ich meine, entscheide selber, ob du mal würfeln willst. Du bist ja sehr reizbar als Brucher. Ich glaube, noch ist das nur blödes Pseudo-Flirte. Ich glaube. Vor allen Dingen hat er ja auch gerade den Schwanz eingezogen. Von ja. Vor allen Dingen hat er gerade richtig eins auf die Nase bekommen, im Grunde genommen. Nicht ernstzunehmend, quasi. Ja. Da muss sich jemand profilieren. Auf solche Tricks falle ich noch nicht rein. Außer bei John. Obwohl, das ist noch nicht klar, wer wen benutzt. Aber gut. Gut. Ja, dann machen wir zum Abschluss noch, gehen wir noch einmal zu Bruce hinüber, der seine Besichtigungstour irgendwann dann abgeschlossen hat. Und ja, die Wohnung ist halt sehr runtergekommen. Muss da ordentlich Hand anlegen, handwerkerlich so, aber ja. Der Vermieter würde dich zumindest nehmen. Ja, das ist doch schon mal gut. Mit ein bisschen stolz auch darauf, dass er das jetzt hingekriegt hat, steht er dann so wahrscheinlich, also wenn die Tour komplett vorbei ist, steht er dann so auf der Straße und so, klopft sich so selber kurz auf die Schulter und dann kramt er nochmal die Karte raus von dem guten Herrn, was ist nochmal, Watzlaw? Mhm. Knabe. Und dann würde er mal gucken, steht da auch eine Adresse drauf, wo man den finden kann? Büro oder sowas? In der Tat nicht, da stand eine Telefonnummer. Hm? Ja, dann würde er einmal die Telefonnummer anrufen. Mhm. Prnava Inut Export. Wunderschönen guten Abend, Herr Prnava. Hier spricht Mr. Warren. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, aber Sie haben an meine Dienste in Anspruch genommen. Ich war einer der Taxifahrer. Ja, Sie haben Ihre Karte gegeben. Deswegen wollte ich Sie einmal anrufen und Sie vielleicht um ein Treffen bitten. Vielleicht geht heute Nacht, aber das. Worum geht es? Nun, Sie haben ja Ihre Karte in dem mit der Aussage, ich könnte mich mal an diese wenden und ja, ich hätte tatsächlich Interesse, möglicherweise Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Oder andersrum, mich in Ihre Dienste zu stellen. Damit ich bei der Sache bleibe.
Sie waren der Taxifahrer, nicht wahr? Genau. Ah. Und ich muss sagen, sie war mir äußerst sympathisch, deswegen wollte ich mich direkt an sie wenden. Hm. Und ja, ich erinnere mich. Ich bin sehr erfreut, dass sie dann sich das doch noch anders überlegt haben. Ich bin auch sehr erfreut, dass sie sich an mich erinnert haben, Sir. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Das bezweifle ich. Gut, heute Abend wollen Sie noch ein Treffen. Das ist sehr ungewöhnlich zu dieser späten Zeit. Meinen Sie nicht, Mr. Warren? Warren, genau, Sir. Bruce Warren, mein Name nochmal vollkommen. Aber ja, ich arbeite nur nachts. Oh, das ist ebenso ungewöhnlich. Ja, tatsächlich, aber gab bisher noch mehr Geld. Zu diesen Details wollte ich dann nochmal mit Ihnen besprechen, genauer darauf eingehen. Ich wollte das nicht per Telefon machen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe nachher ein Geschäftsessen. Vielleicht treffen wir uns im Anschluss daran. Vielleicht können wir dann zusammen an der Bar im Hotel noch einen, wie sagt man, Absacker zusammen trinken. Und dabei ein bisschen über geschäftliche Angelegenheiten sprechen. Aber sehr gerne, das würde mich sehr freuen. Das Hotel, wo ich Sie abgeliefert habe? Oder genau. Ich hatte ihn bei dem Hotel... In der Tat. Ah, ausgezeichnet. Dann, wann ungefähr, meinen Sie, wird das Gespräch beendet sein? Ich denke, ich werde so eine Stunde mit meinem Geschäftspartner dinieren und danach können Sie, denke ich, auftauchen. Das wäre so kurz vor Mitternacht. Wunderbar, das freut mich sehr zu hören. Danke Ihnen. Dann, er hört es nicht, aber er schreibt sich das halt auch genau auf nochmal. Er hat so sein Handy quasi so in die Schulter gelegt und dann schreibt er so ein paar. Okay, wunderbar. Dann werde ich da sein. Soll ich schon mal dann ins Hotel kommen oder kommen Sie nach draußen mich abholen? Oh, ich werde Sie erkennen, Mr. Warden. Okay, wunderbar. Dann machen wir das so. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen bei Ihrem Essen. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann um Mitternacht. Es war mir eine große Freude. Schon bis hierhin. Er legt auf. Ja. Er drückt auch nochmal provisorisch auf den Knopf und macht so ein und setzt sich irgendwie so an die Wand. Bei mir. Oh, und er wischt sich so über die Stirn, als ob der Schweiß gewesen wäre, aber ist er natürlich keiner. Und dann so, boah. Und dann murmelt er so ein bisschen in seinem Bart. Noch nie mit so noblen Leuten gesprochen. Und dann klopft er sich so auf die andere Schulter. Das war gut, Bruce. Gut gemacht. Ja. Dann geht er noch so ein bisschen wie die Straße entlang. Das war gut, Bruce. Ich fahre jetzt wieder nach Hause kurz. Und dann würde er nochmal zurück zum Trailerpark fahren. Mhm. So gut gemacht. Und also auch auf dem Rückweg merkt man so, er ist so ein bisschen... sonst war seine Stimme immer sehr, sehr ein bisschen ja, depressiv, kam ja bei ihm. Der war ja sehr, sehr antriebslos. Und das war so, es gibt ja gerade so einen richtigen Aufschwung, so ein, ja, schlecht. Ah, okay. Und fährt dann wieder zum Trailer. Ja, Anna wartet schon auf dich, hat in der Tat aufgeräumt in deinem Trailer. Irgendwie, du findest fast nichts mehr da, wo es vorher war, aber es sieht wie geleckt aus, von daher. Ja, wie ein, ich sag mal, so ein klischeehafter, freudiger Familienvater. Ich könnte da so rein, ah, Schatz, ich hab gute Nachricht. Steht auch so in der Klatsch so solitär freudig zu und zieht und knüpft so schon so langsam sein Hemd auf, so. Ah, wir haben die Wohnung und ich hab gleich ein Gespräch für den neuen Job. Ein Gespräch? Und dann, ja, hier. Ich muss sagen, das habe ich auch eigentlich gemacht. Und wohl bin ich gut in Erinnerung geblieben und er guckt so ein bisschen nach oben. Das hatte ich noch nie eigentlich. Ja, und der Herr. und Herr. Das hieß er nochmal. Er kam mir noch bist kurz du gut in Erinnerung geblieben. Immerhin hast du mir geholfen. Ja, das weiß ich, Schatz. Und dann geht er so runter und gibt dir auch noch so ein bisschen auf die Wange. Aber ich meine eher bei Geschäftsleuten. Aber ich danke dir. Und dann guckt sie an und legt so eine Hand auf die Schulter. Herr, wie hieß er nochmal?
Sie trägt übrigens andere Kleidung, als du sie verlassen hast. Sie trägt jetzt so ein Sommerkleid. Hat sich die Dreadlocks so zu so einem Zopf zusammengebunden. Und dann guck ich so, tut mir leid. Warst du einkaufen? Ja. Etwas von unserem dicken Geldstapel genommen und haben mir mal etwas anderes zum Anziehen besorgt. Ich wollte gar nichts sagen, das sieht toll aus. Also, wirklich. Ich finde, das passt gut zu deinen Haaren. Ich so, ja, das war dieser Herr Pnava übrigens und er hat so die Karte währenddessen rausgeholt. Ich habe da keine Ahnung, was er macht. Da steht noch Kauf und Ankauf, aber der war... Pnava. Der sah aus wie Dagobert. Der sah aus wie Dagobert Duck, also... Für den willst du arbeiten, ne? Das war meine erste Idee, ja. Der war nett zu mir, hat mir direkt schon die Karte gegeben und wir brauchen Geld. Ich habe das Gespräch nachher und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen. Ich glaube, er mag. Ich bin sicher, Pastor Pranava mag ziemlich viele Menschen. Oh, weiß er davon, dass du kein Mensch bist? Ich habe es ihm jetzt nicht gesagt. Er hat auch bei der Taxifahrt nicht gefragt. Weißt du, dass er kein Mensch ist? Guck sie so ein bisschen an. Ah. Noch nicht? Oh. Das erklärt die Frage von vorhin. Oh. Das erklärt, warum der alte Mann jetzt so ein Essen hat. Ja, er hat gefragt, warum wir es so spät machen. Ich fahr Taxi. Sie spät arbeite. Ja. Hat irgendwie jetzt noch so ein Gespräch mit Geschäftsleuten oder so. Sei vorsichtig, Bruce. Ich kenne Mr. Pnava. Ist niemand, dem man so einfach vertrauen sollte. Okay. Aber... Er ist nicht oft in der Stadt, aber ich kenne ihn von früher. Okay. Wie ist so das Verhältnis von zwischen euch gewesen, wenn ich mal fragen darf? Ich kann ihn nicht leiden. Ja, das ist aber... Ja, es ist jetzt aber gerade die einzige Möglichkeit. Wenn wir die Wohnung haben wollen, brauche ich ihn. Da muss ich für ihn arbeiten. Ja, gut, auch so ein bisschen nachdenklich jetzt auf den Boden und so. Mir fällt auch gar nichts Besseres ein. Bei ihm kriege ich den auf jeden Fall sicher. Lass dich nicht ausnutzen von ihm. Nein. Ausnutzen war ich nie der Typ. Ich glaube, das weiß ich. Und sag ich helfe ihm, nur Leuten. Und sag ihm nichts von mir. Das hatte ich nicht vor. Es geht ihm auch eigentlich nichts an. Aber wie gesagt, das Treffen ist in eine Dreiviertelstunde. Sei vorsichtig. Bin ich. Und er zieht sich jetzt nochmal streicht nochmal so das Hemd glatt und brüllt das nochmal noch deutscher aussehen zu lassen. Zieht das nochmal so richtig und okay, gut, dann pass auf und mach mal mit auf den Weg. Ein bisschen früher da sein müssen wir. Aber habe ich mal gehört, ist schicker. Das stimmt. Ja. Und dann wieder aus der Tür. Wir sehen uns. Pass auf. Mach ich. Und dann schließe ich die Tür. Und er fasst sich so ein bisschen an den Kopf und oh, Kacke. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, um den Stream für heute zu beenden. Mit Kacke kann man immer einen sehr guten Stream beenden. Gerade in der World of Darkness. Ja, wieder keine Zusammenführung der Spielergruppe, aber ich finde trotzdem einiges Schönes passiert heute. Und wir spielen schon wieder 2,5 Stunden. Vielleicht machen wir das demnächst mal ein bisschen länger so, aber es gibt Leute, die müssen morgen auch arbeiten und so. Und da ist es nicht ganz so einfach, noch ein bisschen die Puppen zu spielen.
Zugabe. Ja, wir machen eine kleine Zugabe, indem die Spieler ja mal sagen können, was sie heute noch von irgendwie, ob sie das erreicht haben, was sie heute meinten, ob sie es fanden und so. Da können wir ein bisschen Feedback machen. Was man sonst so off-air macht, kann man ja vielleicht mal on-air kurz machen. Das ist dann die Zugabe. Also ich muss ja sagen, ich genieße es immer noch unglaublich, Isaiah zu spielen. Das hört man nur dezent. Ich sage das auch immer wieder, ich habe auch Spaß daran, wenn ich mein Fett wegkriege. So ist es nicht. Deshalb, auch die Szene mit John fand ich klasse, auch wenn mich das jetzt ein bisschen besorgt macht, darüber, was das für ein Ficker ist. Und ich sag mal so, das wird vielleicht. Solltest du nicht lieber vor dem Angst haben, der ihn im Griff hat? Ja, grundsätzlich. Oder von klar, der Person, die den im Griff hat. Grundsätzlich ja, aber ich sag mal, bis auf Andrew John sind mir die Machtverhältnisse in dieser kleinen Gruppe ja noch nicht so klar. Aber ja, das. Und John ist, glaube ich, auch tatsächlich mehr so dein Gegenspieler als Andrew momentan. Ja, mit Andrew kann ich mich, glaube ich, noch abfinden. Andrew ist nett, ja. Ja. Aber ich habe schon für mich selber so ein kleines Unterziel formuliert. Ja. So ein langfristiges Unterziel, sagen wir. Etwas, das quasi passiert, bevor ich den Präsidenten der USA bestimme. nämlich ein John in einem Blutbund zu haben. Den kriege ich. Go for it! Ja, ansonsten ich liebe es, dass Leo mit Angela so viel Kontra gibt. Das macht mir jetzt mal Spaß. Danke. Ja, das stimmt. Ihr seid cool. Das finde ich auch sehr lustig. Aber ich sage, du bist sehr gut da drin, Angela zu reizen quasi, ja, also das ist halt, ne, also das machst du auch echt gut. Ich glaube, wenn das von mir ausgehen würde, wäre das um einiges schwieriger. Ich fand's lustig, ich finde die Situation, in der wir sind, ist auch ziemlich knifflig, so mit dem Bürgermeister, der ja wirklich so ein bisschen Kacke gebaut hat. Vor allen Dingen, weil irgendwie passt ja einiges irgendwie immer noch nicht so richtig zusammen, vor allen Dingen halt mit der Gang, die von dem Bürgermeister ja irgendwie sanktioniert wird oder sowas, ja. Da bin ich gespannt, was da noch bei rumkommt. Hoffentlich kriegen wir da noch was Interessantes raus bis zum nächsten, also beim nächsten Mal. Ja, das ist dein Job, streng gesagt. Ja, ja. Ja, deswegen. Ja. Bleiben noch Samantha und Ruth? Ladies first. Ja. Schauen wir mal, was das noch wird. Nachdem jetzt mal Aufgaben zugeteilt sind, nach längerer Diskussion und Machtgerangel zwischen zwei Ventrus. Sorry. Zwischen wem auch sonst. Ja, schauen wir mal, was es noch gibt. Und irgendwie müssen wir auch mal, ich bin gespannt, wann wir Anna über den Weg laufen und ob wir über dieses Thema mit der Kneipe, ob wir da drauf zu sprechen kommen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir tatsächlich Best Friends werden. Ich glaube, da hast du ziemlich hohe Erwartungen an einen Vampire the Masquerade-Klüngel. Deswegen Best Friends. Ja. Ich muss auch noch irgendwie gucken, wie wir Bruce reinkriegen. Ja, das kann ja jetzt nur mal ganz schnell passieren, wenn ihr einer findet. Das wird auf jeden Fall interessant. Also ich will. Deshalb nehme ich ja schon immer das Auto, dass irgendwer gezwungen ist, Taxi zu fahren. Aber irgendwie. Und um John zu ärgern, natürlich. Aber Bruce ist ja auf Häusersuche, der fährt ja gar kein Taxi. Das stimmt. Ja, ich finde das auch sehr schön. Es gibt sehr viel Gesprächsbedarf in der frischen Beziehung.
das wird noch spannend, glaube ich. Weil das schon, also ich glaube, wenn er das mit den 10 Toten da rausfindet, dann ist das auch sehr knifflig zwischen den beiden. Also das ist schon hart. Also ich finde das richtig cool. Ich bin vor allem gespannt, wie man echt, ich glaube, das ist so das Ding, wie man Bruce in die Gruppe kriegt. Und ich glaube, habe ich auch vorhin schon im Chat geschrieben, da braucht man mal Kavira, wenn man den Venture. Ich glaube, es wird noch richtig toll werden zwischen Bruce und ihm. Der wird den richtig mögen. Nicht. Das ist ein super sympathischer Kerl, weißt du überhaupt nicht, was du hast? Ja, ja, der sympathische Republikaner mit Schmalztolle und so. Ganz, ganz fein. Das wird so laufen, ja, wie es immer cool läuft. Der Ventru schmeißt das Stöckchen und der Gangrel holt's. Oder der Gangrel haut ihm auf die Fresse. Ich gehe fest davon aus, dass ich irgendwann mal einfach dick einen auf die Nase bekomme. Du könntest auch von mir dick einen auf die Nase kriegen. Eben, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, das habe ich. tatsächlich würde von jedem lieber was eins auf die Fresse bekommen als vom Dicken, weil die meisten Leute machen so den Eindruck auf mich, so okay, die geben mir dann eins und dann, keine Ahnung, dann hab ich halt Schmerzen, aber das lässt sich noch schwer einrenken. Beim Dicken habe ich das Gefühl, okay, der macht mich einfach alle und dann bin ich kaputt. Da lässt sich dann gar nichts mehr einrenken. Genau. So, der Chat hat ja gefragt, wie wir zur Angsthaia stehen. Ach so, ja. Also, ich bin ja generell eigentlich auch ein Fan von diesem wunderschönen Enemies to Lovers Ding. Trope. Ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, es wird echt schwer. Wer weiß, vielleicht muss ich vielleicht ein, zwei Mal retten oder so, einen auf Kavalier machen, vielleicht, ja, aber. Ich glaube tatsächlich, dass diese Spannung, die da zwischen uns besteht, dass die. Ich weiß nicht, wie die sich bahnbrechen wird, aber ich glaube, das mit dem Lovers, ich glaube, das wird echt schwierig. Ja. Und ich sag mal so, ich mache meinen Charakter jetzt nicht netter, nur um das zu erreichen. Genau dasselbe. Ich werde halt auch nicht, Angela wird auch nicht plötzlich Republikanerin. das wird sich dann, wenn über viele, 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 viele Sessions entwickeln müssen. Ja, ist so das typische altbekannte Hate-Love-Dönse. Ja. Es bleibt spannend. Ja. Außerdem finde ich es komisch, dass er alle so darauf steht, weil momentan wäre das total abusive. Okay. Wenn momentan da irgendetwas, es wäre total abusive. Ja. Ja, ich also. Ja. Es ist wahrscheinlich vom Chat ausgehend abusive, deswegen ist es im Chat egal. ihr seid die beiden einzig Ungebundenen momentan, ja? Richtig, Bruce und ich, wir sind noch versorgt. Also, das stimmt. Ja. Ich meine, wenn wir wirklich ein Klüngel sind, dann hast du eventuell ja deine Chancen, dich mir zu beweisen oder sowas in der Art. Vielleicht kommen wir irgendwann zu so einem Punkt, wo wir uns grummelnd akzeptieren. Ja. Vielleicht. Wo uns grummelnd akzeptieren und dann kommt dann so ein: Ach, warum sieht dein Face eigentlich so gut aus? Oh Gott. Ich hab du siehst Teenager so gut aus, ich möchte eine reinhauen. Ich habe als Teenager nicht so viele Fanfictions gelesen, aber ja. Mein Gott. Echt zu viele. Aber wir lassen dem Chat ja auch seinen Spaß mit dem Hashtag, das ist so ganz schön. Genau, ja, klar. Kummel-Akzeptanz, beste Voraussetzung für eine Ehe. Was einmal funktioniert hat, der muss ja nicht jedes Mal funktionieren. Aber die Hoffnung kann mal weiterleben. Genau. Keine Sorge, D-Rex, ich hasse dich nicht. Ja, ich gucke gerade mal, wer hat denn hier alles zugeguckt? Es hat Alune zugeguckt und Apricot, Dropfruit, Azrael, Commander Root, Downed, Drex, Electric, All,
Nee, Electrical Longboard. Das ist schwierig für mich, gerade mit den Linsen. Evil Suns, Lucky Lucano, Mondschatten, Most, die Polizei war auch da, dass wir nicht irgendwelchen Unsinn machen. Ja. Schattenjäger, Sir Kai, Slow Cool, Thymaret, VNK, Würgeprotz, Wasserratte 83. Nicht 82, 83. Und Jairobi, 82. Sehr nice. Kriegen wir das noch hin, dass Wasserratte 83 und Jairobi 82 zueinander war? Das ist dann das gute Hashtag 82-83 Pairing. Wasserratten Jairobi 165. Okay. Daran erkennt man echt einen Mathematiker, zwei zweistellige Zahlen im Kopf addieren. Wäre bei mir schon wieder nicht gegangen. Doch, ich bin Mathematiker, garantiert nicht. Nein. Okay, ja, war sehr schön. Wenn alles klappt, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Yes. Und wann genau, könnt ihr auf dem Nordpol sehen. Oben läuft die Adresse die ganze Zeit durch. Da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Livestreams von anderen Leuten. Heute hat der Kakko zum Beispiel einen Marathon, glaube ich, hinter sich ganz viel. Doch ist nicht. Leider ausgefallen. Ist ausgefallen. Ah, siehst du, ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Tja, da hast du nur hier gespielt. Ja, warst du wenigstens fit. Das ist richtig, ja. Ja. Und aber das spielen ganz viele andere Leute auch noch tolle Runden wie diese hier. Da könnt ihr euch auch auf ein großes Stream-Archiv verlassen, wo unzählige Stunden von Rollenspiel-Streams schon drin sind. Wenn ihr denn von so Runden wie dieser nicht genug bekommen könnt, da findet ihr ganz viel. Und ansonsten bleibt auf dem Laufenden, indem ihr mir ein Abo dalasst auf YouTube, wenn ihr das hier nachguckt, einen Kommentar hinterlasst, das freut uns immer ganz besonders. Oder indem ihr mir auf Twitter folgt oder der Feramin folgt auf Twitter, die retweetet immer meine Runden. Von daher, einen von uns beiden, dann bleibt ihr aktuell. Seinen Feramin hört damit irgendwann auf. Naja. So schnell nicht. Ja. Wir arbeiten dran. Ja, danke fürs Zugucken und danke fürs Nachgucken, falls ihr es irgendwann nachguckt. Wie gesagt, Kommentare wären super toll und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von mir. Ciao. Ja, bye. Vielen Dank. Bye.